Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 200. 200, Philipp. Mensch. Wolf. Mensch, das ist, was ist das eigentlich? Ist nicht golden, nicht silbern, das ist einfach nur geil. Schön. Geil. Genau. Also. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. 200 Folgen Lage der Nation, das wäre nicht gegangen ohne eure Begeisterung, ohne euer Zuhören natürlich und vor allem auch ohne eure Unterstützung in Form von Live-Shows, bei denen ihr zu Gast wart, in Form von Tweets, Insta-Postings, wo ihr uns unterstützt habt, in Form von Spenden natürlich, in Form von Abos. Genau, also ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr in ganz vielfältiger Weise gezeigt habt, dass ihr gerne die Lage hört. Ja, also das ist wirklich ein ganz besonderes Erlebnis. Also ich bin jetzt ja auch schon das ein oder andere Jahr Journalist und mit diesem Projekt ist wirklich ein Traum in Erfüllung gegangen und der besteht halt mindestens zur Hälfte aus dem, was ihr dazu beitragt, an Unterstützung, an Feedback. Und wenn mich immer Leute fragen, ja, was ist denn jetzt der Unterschied zu normalem, was du bisher gemacht hast und dieser Podcasterei, dann ist das immer diese Feedbackschleife, dass wir hier nicht einfach nur in den Äther senden oder ins Netz, sondern eben so viel zurückkommt und dass wir das Gefühl haben, das ist ein Projekt, was wir natürlich maßgeblich machen, aber eben was wir alle zusammen machen. So, mit euch. Und das macht das Ganze zu so einem besonderen Unternehmen, finde ich. Ja, das ist wirklich ganz großartig. Und deswegen möchten wir auch Dankeschön sagen. Und als kleines Dankeschön haben wir uns überlegt, organisieren wir eine persönliche Lage live. Wir können ja keine richtig große Lage live veranstalten, aber wir würden gerne jemanden von euch einladen. Also eine Person plus Begleitperson. Und zwar einladen zu einer kleinen Reise nach Berlin. Wenn ihr aus Berlin kommt, habt ihr es natürlich nicht so weit. Sonst stiften wir euch die Bahnfahrt und das Hotel, um dann dabei zu sein, wie wir die Lage der Nation aufnehmen, hier bei uns im Lagestudio. Und diese besondere persönliche Lage live, die verlosen wir, Philipp. Genau, die verlosen wir unter allen, die ja am 20. August 24 Uhr Abonnentin oder Abonnent sind. Und da überlegen wir uns ein System, wahrscheinlich zufalls, zahlenbasiert irgendwas. Frickeln wir da halt einen von oder eine von euch raus. Zu der Lageaufnahme hier im Studio und Hotel und Anreise gibt es dann auch noch ein gemeinsames Essen mit uns. Also könnt ihr schon mal überlegen, ob wir das jetzt abends machen oder zusammen Frühstück essen. Also das können wir da alles noch besprechen. Aber das vielleicht so als, weiß ich nicht. Als kleines Dankeschön. Dankeschön und auch ein nettes immer in Event. Also für uns ist diese Lage live ja auch immer toll, irgendwie Leute von euch kennenzulernen. Wir lernen ja auch nie alle 1000 kennen, die da sind, sondern sind immer eine Handvoll. Aber das ist jedes Mal super und das muss ich ganz ehrlich sagen, ist wirklich bitter, dass das gerade nicht geht. Wir haben uns gerade entschieden, dass wir in diesem Jahr angesichts der völlig unklaren Corona-Lage keine Lage live machen können. Es gab da noch so ein paar offene Überlegungen. Wir wollten mal nach München, wir wollten nach Osnabrück und so, nach Mannheim und so. Wir haben schöne Träume, wir wollen auf jeden Fall kommen, aber dieses Jahr geht das nicht. Und deswegen haben wir uns gedacht, eine kleine persönliche Lage live hier bei uns im Studio, natürlich mit Abstand, das müsste sein. Also, genau, klickt euch ein Abo, wenn ihr mitmachen wollt, Lage der Nation. org/plus, kennt ihr, seht ihr, ist auch selbsterklärend. Dann gibt es noch einen Jobhinweis. Genau, die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat nämlich ausgeschrieben, wir suchen einen Menschen, so der vielleicht so den ersten größeren Job antreten möchte, und zwar im Bereich PR. Also wir haben das irgendwie so Junior-Kommunikationsreferentin mal genannt. Schwerpunkt soll sein YouTube, Twitter, Instagram. Also wir suchen jemanden mit nachgewiesenen Social-Media-Kompetenzen, zum Beispiel kleine Filmchen drehen für YouTube mit Julia Reda, das wäre so die Job Description. Näheres dazu findet ihr unter freiheitsrechte.org/jobs. Die Bewerbungsfrist endet eigentlich heute am 14. Also schreibt uns möglichst bald übers Wochenende, dann gehe ich mal davon aus, rutscht ihr noch mit rein in den Topf, aber jetzt nicht erst irgendwie in der Woche oder so. Möglichst schnell bitte eure Unterlagen einsenden, dann seid ihr mit dabei. Genau, an dieser Stelle vielleicht auch nochmal der Hinweis kurz auf unseren Instagram-Account, den ja Chiara betreibt und bespielt. Lage der Nation ist das, glaube ich. Genau, ne? Lage der Nation auf Insta, auf Twitter Lage Nation. Ja, Twitter-Handle sind ja nicht so lang wie Insta-Handle, deswegen auf Twitter Lage Nation, auf Insta Lage der Nation. Haben wir inzwischen auch schon einige Follower zusammen, aber freuen uns natürlich über jeden Menschen, der sich dafür interessiert. Und wir teilen da zum Beispiel die vielen, vielen schönen Lagebilder, die wir von euch bekommen. Also viele von euch schicken uns ja Bilder ein davon, was sie gerade sehen, wenn sie die Lage hören. Und davon landen dann immer besonders schöne auf unserem Insta-Channel. Werbung. Die Welt der Weine ist ja
wisst ihr, spannend, aber eben auch recht kompliziert. Und da eine richtige Auswahl zu treffen, ist kompliziert, weil die Auswahl eben so unüberschaubar ist. Und um es euch ganz einfach zu machen, haben die Weinexperten von weinfürst.de hochwertige Weine mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis für euch zusammengestellt. Und auf weinfürst.de erhaltet ihr jetzt als Neukunde oder Neukundin mit dem Gutscheincode LDN30 bereits ab 60 Euro Warenwert einen Rabatt von 30 Euro. Entdeckt also eure neuen Lieblingswein, ein Probierpaket oder ein Sparangebot und löst euren Gutschein mit LDN30 ganz einfach im Warenkorb ein auf weinfürst.de. Und sollte euch doch mal ein Wein nicht schmecken, bekommt ihr unkompliziert euer Geld zurück, so das Versprechen. Geht also zu weinfürst.de/LDN30. Werbung. Ja, und wir kommen zu unserem ersten richtigen Thema und da blicken wir in dieser Woche nach Weißrussland, in der Landessprache auch Belarus genannt, denn seit einer knappen Woche ist dieser Staat am östlichen Rande Europas in Aufruhr. Heute beraten die AußenministerInnen der Europäischen Union, was sie da machen können. Hintergrund ist eine Wahl, Philipp, die diesen Namen nur so halb verdient offensichtlich. Ja, also am Sonntag hatte sich ja Präsident Alexander Lukaschenko mit über 80% zum Sieger dieser Wahl erklären lassen, trotz massiver Proteste und Manipulationsvorwürfe. Und so gehen auch jetzt nach den Wahlen Tausende, vor allen Dingen jetzt zuletzt auch Frauen in Minsk, der Hauptstadt, auf die Straßen. Hunderte demonstrieren auch in anderen Städten. Es wurden mittlerweile 6.700 Leute ungefähr festgenommen. Genau weiß man es ja immer nicht. Einige wurden auch wieder freigelassen. Innenminister hat sich entschuldigt, aber trotzdem sind sehr viele in Haft. Es gab auch um die über 250 Verletzte durch diesen massiven Einsatz von Gummigeschossen, von Knüppelhieben, Lärm und Blendgranaten sind verschossen worden von der Polizei. Es gibt auch Berichte über Misshandlungen im Polizeigewahrsam. Ne? Genau. Also, ja, und zum Beispiel auch von Menschen, die jetzt freigelassen worden sind. Also ganz viele von denen berichten also von Misshandlungen im Polizeigewahrsam. Und all das nur, weil die Menschen protestiert haben gegen die aus ihrer Sicht manipulierten Präsidentschaftswahlen. Wobei offenbar vieles dafür spricht, dass es tatsächlich hier zu Manipulationen gekommen ist. Viele Leute haben da zum Beispiel auch ihre Wahlzettel fotografiert und gepostet und so. Dann ist es natürlich immer wahnsinnig schwer, neutral nachzuzählen, wer da jetzt wie viele Stimmen bekommen hat. Aber also 80%, das klingt tatsächlich nach allem, was man weiß, nicht wahnsinnig realistisch. Und das scheinen auch, glaube ich, die AußenministerInnen der EU kritisch zu sehen. Ja, also die Wahl hat der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn als illegitim bezeichnet. Er sagt, die Wahl sei geklaut worden und die Brutalität der Staatsmacht gegen die Demonstranten kommentiert er mit diesem Satz. Also ich glaube, was sich in diesem Land abspielt, ist Staatsterrorismus. Das sagt er im Deutschlandfunk. Und auch für Weißrussland ist diese Gewalt tatsächlich wohl ungewöhnlich. Das sagte uns Sabine Adler. Die ist Chefin aktuell des Reporterpools beim Deutschlandfunk und war lange Jahre sehr angesehene Russland-Korrespondentin für den Deutschlandfunk und gilt wirklich als angesehene Osteuropa-Kennerin. Und sie kommentiert dieses Vorgehen des Staates jetzt nach den Wahlen so. Das Vorgehen in Weißrussland gegen die Demonstranten ist ungewöhnlich hart in der großen Zahl. Es hat bei der Wahl 2010 schon einmal sehr große Ausschreitungen gegeben. Heute geht das Regime sehr viel härter gegen die Demonstranten vor. Und es kommt eben auch nicht nur zu Inhaftierungen, zu langen Gefängnisstrafen, sondern eben auch zu brutaler Gewalt, also zu dem Einsatz von Blendgranaten, schweren Schlägen, dass also tatsächlich Opfer, es gibt zwei Todesopfer, dass Opfer zu beklagen sind. Und das ist schon außergewöhnlich. Diese Härte im Vorgehen der Gegendemonstranten ist eigentlich bislang so nicht da gewesen in Belarus. Ja, und dazu muss man wohl sagen, dazu passt das schöne alte Sprichwort, getroffene Hunde bellen und beißen eben. Ne? Denn ganz offensichtlich scheint es wohl so zu sein, dass schon der Wahlkampf nicht nach demokratischen Regeln verlaufen ist. Also mit anderen Worten, die Menschen, die dort jetzt auf die Straße gehen, die diese geklaute Wahl kritisieren, die haben ganz offensichtlich einen Punkt. Dieser Wahlkampf war deswegen auch so hochgekocht, weil völlig überraschend ein Blogger, aber auch zwei
zwei Kandidaten aus dem Establishment gegen Lukaschenko angetreten sind. Das heißt also, er hatte mit einmal sehr angesehene und ernstzunehmende Gegenkandidaten. Das war für das politische System in Belarus auch sehr ungewöhnlich. Zwei von diesen Kandidaten sind dann allerdings noch vor der Wahl verhaftet worden. Auf der anderen Seite ist es so, dass etwas sehr Unerwartetes geschehen ist, nämlich, dass die Frauen dieser drei Oppositionsführer, die sich gar nicht als Oppositionsführer zunächst verstanden haben, zusammengetan haben und dann für ihre Männer sozusagen bei diesen Wahlen für nächste freie Wahlen antreten wollen und gekämpft haben. Das haben sie mit einem so großen Erfolg gemacht. Sie haben so viel Unterstützung bekommen, dass Lukaschenko nur geblieben ist, die Wahlen so plump und dreist zu fälschen, wie er das noch nie nötig hatte. Denn er hatte in all den anderen Jahren sehr wohl eine Mehrheit, wenn auch nicht die, die immer deklariert wurde. In diesem Jahr wäre es anders gewesen und somit kann von freien, fairen Wahlen, demokratischen Wahlen nicht im geringsten die Rede sein. Und die Brast, sagt Sabine Adler, der Menschen sei auch deshalb besonders groß, weil Corona den Machthaber Lukaschenko demaskiert habe. Viele Menschen, sagt sie, arbeiten in Weißrussland im Staatssektor. Da haben sie dann eine zwar geringe, aber doch irgendwie verlässliche soziale Sicherheit gehabt, bis eben Corona kam und Lukaschenko so gescheitert ist. Die Menschen haben jetzt gesehen, dass der Präsident erstmals völlig versagt, was ihre persönliche Sicherheit und Gesundheit angeht. Belarus war eines der Länder, die am allerwenigsten adäquat auf diese Pandemie reagiert haben. Wir erinnern uns vielleicht, Lukaschenko hat anfangs empfohlen, Wodka zu trinken, Traktor zu fahren und in die Sauna zu gehen als Mittel gegen Corona. Also mit anderen Worten, die Menschen haben richtig um ihr Leben gefürchtet und haben gesehen, dass Lukaschenko nicht mehr der Garant für ein stabiles, sicheres Leben auf ganz, ganz niedrigem Niveau ist, noch nicht mehr das bekommt er hin, er kriegt gar nichts mehr hin. Die große Angst Lukaschenkos ist eben deswegen, gerade weil sehr, sehr viele Menschen unzufrieden sind, gerade auch weil die Menschen im öffentlichen Dienst unzufrieden sind, eine Art Maidan in Weißrussland. Ja, wir erinnern uns, 2014 gab es in der Ukraine massive Proteste, die dann letztlich mit einem Sturz des Systems endeten. Ob das jetzt in Weißrussland auch bevorsteht, ist wohl allerdings noch nicht ganz klar zu sagen. Vieles spricht auch eher dagegen. Stand heute ist es so, die Opposition ist wenig organisiert. Die Oppositionsführer, die charismatischen Figuren sind außer Landes. Auch Frau Tichanowskaja, die ja für ihren Mann den Wahlkampf übernommen hat, ist jetzt nach Litauen gegangen, was sicherlich aus persönlicher Sicht völlig klug und richtig war. Auf der anderen Seite ist nicht zu erkennen, dass die Opposition tatsächlich organisiert ist. Also es gibt ja keine Oppositionsparteien und es gibt keine Figuren, die sich jetzt irgendwie sichtbar an die Spitze stellen würden. Nichtsdestotrotz darf man das nicht unterschätzen. Die weißrussische, die belarussische Gesellschaft ist eine mit großer Unzufriedenheit. Es gibt eine sehr, sehr aufgeklärte Jugend, die durchaus ihre Bildung im Westen zum Teil genossen hat, die weltoffen ist, die sich informiert im Internet, die gute Kontakte zu Litauen, zu Polen, zu Deutschland, zu Westeuropa hat. Und es kann durchaus sein, dass sich da noch etwas entwickelt. Im Moment fehlt meiner Beobachtung nach eine Organisationsstruktur. Ja, natürlich stellt sich jetzt die Frage, was der Westen, was ganz konkret Deutschland jetzt auch machen könnte. Philipp, heute tagen ja die EU-Außenminister. Genau, die wollen sich überlegen, wie sie jetzt auf diese geklaute Wahl und die Gewalt in Weißrussland reagieren. Wie gesagt, wir nehmen jetzt hier auf, 13.30 Uhr, da gibt es noch kein Ergebnis. Jean Asselborn, wie gesagt, Außenminister in Luxemburg, hat heute Morgen im Deutschlandfunk Sanktionen gefordert, die allerdings nicht das Volk treffen sollten. Sprich, das sind dann immer sowas wie Reiseverbote für Führungseliten und Guthaben im Ausland einfrieren dieser Leute. Dafür braucht die EU aber die Einstimmigkeit heute. Und da ist natürlich immer Ungarn der Wackelkandidat. Ne? Also bisher haben sie sich wohl auf die EU-Linie gestellt gegen Weißrussland. Aber die Frage ist so ein bisschen, bleibt's dabei? Und Asselborn sagte so, furchtbar wahnsinnig viel Mittel haben wir nicht. Wir sollten die Wahlen dann aber auch nicht anerkennen. Und Sabine Adler führt noch einen Punkt an.
Eine wirkliche Hilfe, die der Westen jetzt leisten könnte, wäre, Gesprächsformate anzubieten, also zum Beispiel einen runden Tisch für Minsk und dieses Mal für Belarus mithilfe der Europäischen Union oder im Rahmen der OSZE. So etwas wird angedacht von Thinktanks, von verschiedenen deutschen Thinktanks auch. Und das ist sicherlich etwas, was jetzt auch auf eine politische Ebene gehoben werden müsste, dringend, damit es ein solches Gesprächsformat gibt und damit auch klargemacht wird in Richtung Moskau, wir beobachten das hier nicht nur ganz genau, sondern wir wollen eine gute, eine friedliche und eine Zukunftslösung haben. Denn Moskau ist ja die große Unbekannte hier, ne? Also was wird Putin tun, wenn sein, ja, wie sagt man, Lukaschenko hat ja so ein eigenartiges Verhältnis zu Russland. Mal ist er auf Russlands Seite, mal gegen Moskau. Das schwankt immer sehr. Es ist auch völlig unklar, wie Putin jetzt reagieren wird. Wird er einmarschieren, wie er es in der Ukraine getan hat? Ist so ein bisschen unklar und sagt Sabine Adler auch, ist völlig offen und nicht vorherzusehen. Aber das war eben die Annexion der Krim auch nicht. Und damit blicken wir nach längerer Zeit mal wieder ganz ausführlich ins Inland. Der nächste Block steht hier bei uns im Pad unter der Überschrift Olaf vor Kanzler. Aber bevor wir uns diese politische oder innenpolitische Nachricht der Woche, nämlich die Nominierung von Olaf Scholz als Kanzlerkandidat der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands genauer anschauen, möchten wir so als Hintergrund doch mal einen kleinen Blick werfen auf die Zahlen, Philipp. Ja, weil das natürlich ganz wesentlich ist bei der Frage, wie wichtig ist denn das jetzt, welche Chancen hat er? Also, Sonntagsfrage. Also immer diese Frage, was würden Sie wählen, wenn jetzt Sonntag Wahl wäre? Da haben jetzt bei den neuesten Umfragen geantwortet. Union 36%, SPD 18%, Grüne 15%, AfD 11%, Linke 9%, FDP 7%. Das ist interessant, weil die Grünen nicht mehr zweitstärkste Kraft sind, sondern die SPD. Ja, Stand jetzt, ne? Genau, das war jetzt irgendwie vor zwei Tagen oder so. Das heißt also, da kann man schon so einen klitzekleinen Scholz-Bonus sehen, wenn man das möchte. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass häufig Umfrageergebnisse allein schon davon profitieren, wenn von einer Partei überhaupt mal die Rede ist, sofern es nicht gerade ein Skandal ist, ne? Und man muss ja schon deutlich sagen, dass die SPD einfach in dieser GroKo ganz deutlich, gerade auch in den Medien, im Schatten der Union steht. Es gibt einen ganz klaren Kanzlerbonus oder Kanzlerinnenbonus für die Union. Es gibt sowas wie einen Merkel-Bonus, es gibt so einen Corona-Management-Bonus, von dem natürlich auch Olaf Scholz persönlich profitiert, die SPD als Partei, bislang aber jedenfalls nicht erkennbar. Und insofern würde ich schon denken, dieser kleine Abtick für die SPD von so 2-3 Prozentpunkten, der könnte etwas mit dieser Nachricht zu tun haben. Ja, und wenn man diese Umfrageergebnisse aus der sogenannten Sonntagsfrage, ja, also dieser berühmten Frage, wen würden Sie wählen, wenn an diesem Sonntag Bundestagswahl wäre, ja, wenn man diese Zahlen aus der Sonntagsfrage jetzt mal nimmt und sich überlegt, welche Mehrheiten daraus gebildet werden könnten, dann muss man sagen, so wahnsinnig viele Optionen gibt es eigentlich nicht. Also die GroKo käme nach dieser Arithmetik auf 54% Punkte. Genau. Das heißt also, eine GroKo ginge, ich hätte fast gesagt, natürlich immer noch. Aber wenn man sich mal überlegt, dass natürlich die GroKo auch schon mal über 60% fast eine Zweidrittelmehrheit hatte im Bundestag oder sogar hatte sie, glaube ich, die erste GroKo vor Jahren, da muss man schon sagen, zeigt das auch, wie sehr insbesondere die SPD federn lassen musste in den bisherigen GroKos. Und eine zweite Option gäbe es noch nach diesen Ergebnissen. Nämlich Schwarz-Grün. Die beiden, also Grüne und Union, also CDU, CSU, kommen dann nach dieser Rechnung jetzt Stand heute auf 51%. Genau. Sonst ginge zurzeit nichts. Kein R2G, also Rot-Rot-Grün. Linke, SPD und Grüne ging nicht, sind nur 42. Die Ampel ginge nicht, derzeit nur 40 Punkte und interessanterweise eben auch Schwarz-Gelb nicht. Also Union und FDP hätten gemeinsam auch keine Mehrheit. Dass derzeit eben ohne die Union da wenig geht und auch mit der Union nicht immer was geht, das liegt, denke ich, klar an der relativen Stärke der Union. Wir haben es eben gesagt, 36%. Vor ein paar Tagen stand die Union sogar noch bei 38%. Wie gesagt, ein klarer Corona-Bonus, klarer Amtsinhaberinnen-Bonus für Angela Merkel. Und in dieser Situation gelingt der SPD nun eine echte Überraschung. Ja, sie nominiert Finanzminister Olaf Scholz
als Kanzlerkandidaten, nämlich auf Vorschlag sogar der Doppelspitze von Esken und Norbert Walter Borjans wird er als Kandidat nominiert und zwar schon am 7. Juli, sagt das Handelsblatt, was natürlich insofern interessant ist, weil das damit dann eigentlich die erste wirklich koordinierte Bekanntgabe einer Führungsfigur, zumindest einer Kandidatur bei der SPD seit langer, langer Zeit wäre. Also die hätten das dann ja über einen Monat eigentlich geheim gehalten. Ja, es soll da irgendwie Anfang Juli, am 7. Juli, so ein Essen gegeben haben in einem schicken Franzosen, in so einer Brasserie unweit der SPD-Parteizentrale. Und bis in diese Woche, also circa 5 Wochen, soll dieser Deal quasi beschlossen, aber geheim gehalten worden sein. Das wäre als solches ja schon mal ein großer Erfolg. Insbesondere ein Ausweis der doch relativen Geschlossenheit offenbar an der SPD-Spitze, dass sich da es irgendwie alle verkniffen haben, doch schon irgendwie mit JournalistInnen Geheimgespräche zu führen und dann irgendwie sich quasi Bonuspunkte zu verschaffen, indem sie diese Entscheidung liegen. Aber Philipp, betrachten wir doch mal die Person von Olaf Scholz. Also seine Nominierung als SPD-Kanzlerkandidat ist ja nun keine Überraschung. Er ist immerhin der mit Abstand beliebteste Sozi. Seine Zustimmungswerte liegen immer so um die 70% in letzter Zeit. Während Saskia Esken und Norbert Walter Borjans auch SPD-intern nicht so wirklich als Kanzlermaterial in Anführungsstrichen gelten, ist ein bisschen harte Formulierung, als KanzlerInnen geeignet gelten. Nicht zuletzt deswegen, weil sie einfach keine hinreichend hohen Ämter auf Bundesebene bisher bekleidet haben. Also Saskia Esken hat ja noch gar keine Wahlämter inne gehabt, außer irgendwie, was war sie, stellvertretende Landeselternratsvorsitzende in Baden-Württemberg, glaube ich. Norbert Walter Borjans war Finanzminister in Nordrhein-Westfalen, aber auf Bundesebene haben sie bislang überhaupt keine öffentlichen Ämter inne gehabt, keine größeren. Und deswegen sagt man, also da ist der Sprung ins Kanzleramt vielleicht doch ein bisschen weit. Das ist bei Olaf Scholz natürlich anders, der schon seit vielen, vielen Jahren Bundesminister war in verschiedenen Konstellationen, der auch der Regierungschef in der Freien und Hansestadt Hamburg war über viele Jahre. Und man muss es deutlich sagen, wie gesagt, die Umfragewerte zeigen das, er ist im Wahlvolk weitaus beliebter als in der eigenen Partei, was aber auch nochmal zum Problem werden könnte. Also Zustimmung 70%, irgendwie sowas, ja. Und das finde ich mit am interessantesten. Also diese Bipolarität, die sich da jetzt auftut. Auf der einen Seite hatte sich ja die SPD-Basis so mit der Wahl von Esken und Norbert Walter Borjans in die Führung so eine Art Linksschwenk gewünscht. Das, glaube ich, kann man so interpretieren. Und nun wird also ein auch in der SPD eher konservativerer, mitte-rechtsstehender Mann, Kanzlerkandidat und also hat natürlich sich auch einige Fehltritte geleistet, also die Gewalt beim G20-Gipfel einseitig so als linksradikale Krawall dargestellt, ohne auf andere Seiten einzugehen, die da auch noch eine Rolle gespielt haben. Ja, also insbesondere hat er nämlich die ja auch massive und in Teilen völlig sinnlose Gewalt durch die Hamburger Polizei schlicht totgeschwiegen und negiert und so, ne? Er hat sich auch entschuldigt dafür, dass es so gelaufen ist, aber... Ja, aber er hat sich entschuldigt für die Eskalation, aber nicht dafür, dass auch die von ihm ja unmittelbar zu verantwortende Polizeigewalt vorgekommen ist. Ne? Also man muss schon sehen, Scholz ist ein klarer Law-and-Order-Mann, so ein Hau drauf. Ne? Und wir haben es in der letzten Woche schon nochmal ausführlich dargelegt, er ist leider auch ein klarer Genosse der Bosse. Ne? Siehe die Cum-Ex-Amnestie, die wir in der vergangenen Folge der Lage der Nation dargelegt haben. Da gibt es noch ein Update nachher dazu. Also da gab es zum Beispiel auch auf Twitter noch den Hinweis von dem Kilian Wegner, der ja im Verfassungsblog das ausführlich aufgedröselt hat, der sagte, er glaubt ja, dass das die Hausspitze im Finanzministerium vielleicht gar nicht mitbekommen hat. Also er glaubt, das ist auf Arbeitsebene verbockt worden, diese Amnestie. Aber dann muss man sagen, hat Scholz seinen Laden nicht im Griff. Ne? Und außerdem, wie soll ich sagen, ist es ja auch nicht das erste Mal, dass unter seiner Ägide bei Cum-Ex was angebrannt ist. Wir haben vor einigen Wochen schon berichtet über die lasche Verfolgung von Cum-Ex in der Freien und Hansestadt Hamburg überhin. Ne? Genau, also, wo einfach mehr oder weniger absichtlich Fristen versäumt wurden, um sich Steuermilliarden wieder zurückzuholen. Also da war auch wenig Versehen im Spiel, sondern das war Absicht. Da haben wir auch viel drüber geredet. Klar, Hartz IV ist natürlich mit Olaf Scholz verbunden und die Agenda 2010, die speziell in linken Kreisen der SPD ein totales Hassthema ist. Und dann ist natürlich noch die große Frage, was wird mit Wirecard? Da haben wir jetzt in der Lage noch überhaupt nicht drüber geredet, aber eine DAX-Firma auf Betrug gebaut, so wie es aussieht. Ja,
also massive Bilanzmanipulation. Ja. Da sind also hunderte Millionen an Einnahmen verbucht worden, die es offensichtlich nie gab. Da könnte man natürlich sagen, naja, das ist ja nicht das Problem von Scholz. Nein, aber doch, denn es gibt natürlich Aufsichtsbehörden und die wiederum stehen jedenfalls in der politischen Verantwortung von Olaf Scholz. Und diese Aufsichtsbehörden, insbesondere die BaFin, ja, die hat Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen. Genau. Aufsicht heißt das, die ja noch. Ja. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die hat eben gerade nicht mitbekommen, was da bei Wirecard alles anbrennt. Und wie gesagt, das alles jedenfalls unter der politischen Verantwortung von Olaf Scholz. Was da noch kommt, wer weiß es. Ne? Es gibt ja durchaus PolitikerInnen im Bundestag, die von einem Untersuchungsausschuss reden. Und also wie gesagt, es gibt an der Person Olaf Scholz durchaus das ein oder andere Fragezeichen anzubringen. Trotzdem könnte das natürlich für die SPD durchaus Sinn machen. Ne? Die Frage ist jetzt halt, warum kann die SPD oder wieso stellt die SPD gerade Olaf Scholz auf? Wie gesagt, dafür spricht seine Beliebtheit, aber ich glaube ganz persönlich, das funktioniert auch aus der Perspektive, sagen wir mal, der progressiveren Kreise in der SPD relativ gut mit Olaf Scholz, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich sehe keine Option für eine, sagen wir mal, progressive, irgendwie linke Mehrheit, also zum Beispiel aus SPD, Linken und Grünen, mit einem Nicht-Mitte-Rechts-Kanzlerkandidaten der SPD. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben es eben vorgerechnet, zurzeit würde es für Rot-Rot-Grün nicht reichen. Da fehlen mindestens so 5-6 Prozentpunkte. Und diese 5-6 Prozentpunkte müssten, damit R2G funktioniert, irgendwie aus dem Mitte-Rechts-Lager gewonnen werden. Das heißt mit anderen Worten, diese Punkte muss die SPD im Bundestagswahlkampf nicht etwa Grünen und Linken abluchsen, sondern FDP und Unionswählern oder Menschen, die zurzeit gar nicht zur Wahl gehen. Mit anderen Worten, wenn die SPD, also wenn die progressiven Kreise in der SPD wirklich eine Koalition ohne die Union schmieden wollen, dann geht es überhaupt nur, indem sie Stimmen in der Mitte holen, nicht von Linken und Grünen. Deswegen glaube ich, ist das strategisch ein sehr kluger Schachzug der SPD, Olaf Scholz aufzustellen, denn der hat, wir haben ihn eben geschildert, massives Appeal, massive Attraktivität, auch für Menschen, die sich selber Mitte-Rechts einsortieren würden. Und ich glaube, er ist von dem derzeitigen Spitzenpersonal der SPD der Einzige, der halbwegs glaubwürdig auch Menschen anziehen kann, die sich vielleicht als WechselwählerInnen zwischen Union und SPD einsortieren würden. Insofern glaube ich, wenn man insgesamt, ich sag mal, im weitesten Sinne das progressive Lager im Deutschen Bundestag stärken möchte, dann ist es aus Sicht der SPD eine großartige Idee, Olaf Scholz aufzustellen. Ich glaube, es ist deutlich geworden. Ich persönlich sehe ihn politisch in vielerlei Hinsicht kritisch. Ich habe gerade mit seiner G20-Aufarbeitung aus einer freiheitlichen Perspektive massive Probleme. Da hat er sich nicht als lupenreiner Demokrat gezeigt. Aber strategisch, finde ich, funktioniert diese Kandidatur wunderbar. Ja, also das, ich kann das nachvollziehen, die Argumentation. Und deswegen wird es extrem darauf ankommen, wie dieses Trio vorne funktioniert. Also wie die sich die Aufgaben verteilen, ob sie ein glaubwürdiges Programm schmieden können, deren moderat-konservative Teile Scholz vertritt, wo aber auch für die Linken was dabei sind, was dann wieder Novabo und Esken nach vorne tragen. Also wenn sie das schaffen zu koordinieren und sich da wirklich an einem Strang zu ziehen, dann kann es sein, dass sie programmatisch ganz schön breit aufgestellt sind. Ich bin mir gar nicht mal so sicher, ob diese Breite der Programmatik tatsächlich erforderlich ist für so eine progressive Mehrheit im Deutschen Bundestag. Es reicht eigentlich schon, wenn mit Olaf Scholz, sagen wir mal, die SPD so eine relativ klare Seeheimer-Linie fährt. Denn wen wählt denn jemand, dem Olaf Scholz zu konservativ ist? Ja, oder zu wenig sozial. Dieser Mensch, der wählt doch jetzt nicht mit einmal Union oder FDP oder gar AfD. Dieser Mensch wählt dann halt Linke oder Grüne, die im Zweifel einen Tick sozialer drauf sind als die SPD. Ja, für die SPD-Mitglieder bitter. Ja, aber so ist es doch. Wer denkt, Olaf Scholz ist mir nicht sozial genug, der geht eben nach links. Und das heißt also, das Bündnis wird gestärkt. Deswegen glaube ich, ehrlich gesagt, wäre es aus Sicht der SPD gar nicht so wahnsinnig schlau, wenn jetzt Esken und Novabo noch allzu harte Linkssignale senden, das wäre gar nicht so schlau. Können Sie den Linken überlassen eigentlich? Jetzt mal ganz machtstrategisch formuliert. Ne? Natürlich ist das, kann man so einfach nicht denken. Natürlich ist insbesondere Saskia Esken auch jemand, der quasi das Profil der SPD total am Herzen liegt. Und ich glaube, dass sie das überhaupt nicht, also ganz persönlich überhaupt nicht charmant findet, wenn Olaf Scholz das Profil der SPD wieder weiter nach rechts rückt. Aber auf der anderen Seite muss man ganz ehrlich sagen, ist das nun mal eben einfach das Bild, das die SPD in den letzten großen Koalitionen abgegeben hat. Ja? Insofern muss Olaf Scholz gar nicht mehr viel
Rücken. Er muss eigentlich fast nur Kurs halten. Dann steht er eben für einen Mitte-Rechts-Kurs und kann damit aber eben auch für Menschen attraktiv werden, die sonst vielleicht Union wählen könnten. Und zumal man ja sehen muss, ne, die Union hat ein riesengroßes Problem. Die Union verliert Angela Merkel. Ja, die 36 oder 38% sind auch Merkel-Prozente. Sind natürlich zu massiven Teilen Merkel-Prozente. Und da wird es einfach jetzt darum gehen, wen wählen diese Menschen, wenn Angela Merkel nicht mehr da ist? Und da muss man, denke ich, deutlich sagen, Olaf Scholz hat irgendwie auch gezeigt, bei aller Kritik im Detail, dass er Corona stemmen kann. Ne? Er hat sich durchaus als Macher präsentiert. Hat sich als Macher präsentiert. Und wenn man sich die Liste der Kandidaten anguckt, die bei der Union da am Start sind, Laschet, Ministerpräsident in NRW, Markus Söder, Ministerpräsident in Bayern und Jens Spahn, der Gesundheitsminister, dann sind das sicherlich amtliche Kandidaten, aber da ist jetzt keiner dabei, wo man sagen müsste, der ist eine Liga vor Scholz oder sowas, was politische Erfahrung und sowas angeht und Standing. Und vermutlich, aber aus den genannten Gründen, die du ja auch geschildert hast, wird die Union vermutlich so einen Lagerwahlkampf führen und Angst machen vor einem Linksbündnis und so, wie das ja auch in früheren Jahren schon passiert ist, um zu verhindern, dass Menschen aus der Mitte, genau aus den von dir genannten Gründen, abwandern oder von den Konservativen abwandern zur SPD. Die Grünen sind verhalten, die sind natürlich auch in einer relativ komfortablen Position, also wäre schön blöd, sich jetzt irgendwie festzulegen. Die werden die Auswahl haben und vielleicht wollen sie mit Schwarz-Grün machen, vielleicht wollen sie zu Rot-Rot-Grün reingehen, das können sie sich überlegen. Ja, also das muss man deutlich sagen. Ich meine, das ist aus Klimawahlkampf wird er nicht machen, ne, der Scholz. Nein, das ist genau der Punkt. Ne? Aus Sicht der Grünen, glaube ich, ist die Nominierung von Olaf Scholz eigentlich ein Fest, denn sie gewinnen damit das thematische Monopol über das Megathema Klimawandel zurück. Ja, die SPD unter Scholz kann keinen plausiblen Wahlkampf gegen den Klimawandel führen, weil Olaf Scholz mit dem verzögerten Kohleausstieg eben auch thematisch ganz eng verbunden ist. Ne? Also Olaf Scholz steht dafür, den Ausstieg aus der Braunkohle zu verzögern und der kann sich jetzt nicht mit einmal irgendwie in grünes Mäntelchen umhängen. Das würde ihm auch keiner glauben, sondern jeder weiß, Olaf Scholz steht im Zweifel dafür, den Ausstieg aus umweltschädlichen Energieformen irgendwie industrieverträglich abzufedern und möglichst lange in die Länge zu ziehen. Und das heißt, also die Grünen werden mit Olaf Scholz oder von Olaf Scholz sich sehr klar abgrenzen können mit einem Öko-Wahlkampf. Und ganz ehrlich, das gilt natürlich genauso für die Abgrenzung von der Union. Also für die Grünen ist es, finde ich, strategisch eine außerordentlich komfortable Lage, denn sie können damit einen sehr gut zugespitzten Wahlkampf führen. Und außerdem werden sie nach menschlichem Ermessen, nach der Bundestagswahl, du hast es angedeutet, Philipp, die Wahl haben, ob sie eine schwarz-grüne Koalition eingehen wollen oder, sofern das die Mehrheiten überhaupt zulassen, ein progressives Bündnis, ne, R2G. Das ist aus Sicht der Grünen großartig und es ist natürlich auch aus Sicht der Menschen sehr charmant, die überlegen, Grün zu wählen. Denn wenn man Grün wählt, kann man relativ sicher sein, dass die eigene Stimme irgendwie die Bundesregierung mittragen wird. Und was finde ich auch noch bemerkenswert ist und finde ich ein absoluter Segen, dass die SPD wieder in der Lage ist, mit den Linken was zu machen. Also das ging ja ganz lange nicht, weil die Linken sich ja irgendwann mal abgespalten haben von der SPD und da war Erbfeindschaft und das ging alles gar nicht und mit denen machen wir auf keinen Fall und nie und nimmer und schon gar nicht auf Bundesebene. Dieses Kapitel, da scheint jetzt gegessen zu sein. Ja, da gab es ein ganz interessantes Statement von Saskia Esken in einem Interview vor ein paar Tagen, wo sie das ganz deutlich gemacht hat, dass man mit den Linken sich das vorstellen kann, wo sie auch deutlich gemacht hat, dass sie sich vorstellen könnte, als Juniorpartnerin in eine grün geführte Bundesregierung einzutreten, was ich ehrlich gesagt wirklich sehr beeindruckend fand, weil es natürlich total realistisch ist. Ja, sie sagt einfach, wie es ist. Es ist gut möglich, dass die Grünen vor der SPD landen bei der nächsten Bundestagswahl. Die dann aber zugleich sagt, ja gut, dann ist nicht der Moment für Eitelkeiten, sondern dann geht es darum zu schauen, was wir an sozialdemokratischer Politik umsetzen können, meinethalben auch unter einem Bundeskanzler Habeck oder einer Bundeskanzlerin von den Grünen. Ja. Es gibt so ein paar Sachen, die ich hier immer schon mal länger aufgreifen wollte und dich da mal um ein paar Erläuterungen bitten wollte. Also wir reden ja die ganze Zeit schon seit längerem über Hass im Internet und Cancel Culture und alles Mögliche und den zunehmenden Verrohung sozusagen der öffentlichen Debatte. Und da hatten wir ja auch im Zusammenhang mit der Beleidigung gegen Renate Künast schon mal drüber gesprochen, dass es offensichtlich, also zumindest in meiner laienhaften Wahrnehmung, da eine etwas inkonsistente Behandlung von, in meinen Augen, Beleidigungen gibt. Also wenn du jemanden ein Arschloch nennst, dann ist das einigermaßen unstrittig eine Beleidigung. Auf der anderen Seite gibt es halt so Hassprediger wie diesen Koch Attila Hildmann, der öffentlich wirklich Dinge postet, wo du dir denkst, das kann unmöglich zwei Tage lang
straffrei bleiben. Und deswegen wollten wir hier an dieser Stelle das nochmal beleuchten, wie das sein kann. Beispiel Hildmann, Koch und postet seit vielen, vielen Monaten in seinem Telegram-Channel mit 70.000, 80.000 Followern Dinge. Ja, er ist halt so eine Ikone dieser ganzen Corona-Skeptiker. Und der schreibt da Dinge wie zum Beispiel, Zitat, für Beck, also gemeint ist Volker Beck, Grünen-Politiker, für Beck würde ich als zukünftiger Reichskanzler wieder die Todesstrafe durch Eier treten, auf öffentlichem Platz einführen. Dazu zwei lächelnde Smileys. Und anderes Zitat von ihm, Zitat, dieser Kampf ist ein Kampf um Leben und Tod, sein oder nicht sein, dieser Kampf muss ausgetragen werden, ob wir wollen oder nicht, dieser Kampf ist unerbitterlich und unabänderlich, der Zionist wollte diesen Krieg, Ausrufezeichen, Zitat, Ende. Allein schon die Formulierung der Zionist lässt ja keine Fragen offen. Ne? So, das ist ganz klares Synonym für Juden, das Weltjudentum. Ne? Genau. Und jetzt gibt es die Staatsanwaltschaft in Cottbus, er wohnt mal so, Attila Hildmann wohnt in Brandenburg, Cottbus Staatsanwaltschaft ist zuständig, die ermitteln seit Mai und haben bisher keine Ergebnisse. Es gibt keinen Strafbefehl gegen Hildmann, es gibt keine Einstellung der Ermittlung, es gibt auch keine Anklage, weil die Staatsanwaltschaft sagt, bisher haben wir nichts Strafbares gefunden. Und da fragt man sich, wie kann das sein? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dieses zweite Zitat, das du zitiert hast, hier Kampf um Leben und Tod und so, das ist tatsächlich problematischer, muss man sagen, weil das eben zwar mit ganz klar antisemitischem Vokabular arbeitet, ne, also er sendet quasi die Signale aus an antisemitische Hetzer, ich bin einer von euch, ne, versucht also ganz klar dieses Potenzial an UnterstützerInnen irgendwie anzuzapfen, aber dann würde ich sagen, damit ist er rechtlich tatsächlich noch in einer Grauzone, ja. Ja, das kann man jedenfalls noch lange drüber streiten. Was eigentlich aus meiner Sicht jedenfalls eindeutig strafwürdig ist, ist die Formulierung, die sich auf Volker Beck bezieht. Volker Beck, man kennt ihn vielleicht noch, ehemaliger Bundestagsabgeordneter von Bündnis 90 Die Grünen, der sich insbesondere sehr verdient gemacht hat um die Gleichberechtigung homosexueller Menschen, ist offen homosexuell selber und hat sich da eben sehr, sehr engagiert. Und der ist allerdings wegen irgendwelcher Äußerungen aus den 80er Jahren, glaube ich, als er ein ganz junger Politiker war, die manche Leute so verstehen, als wenn er sich nicht hart abgegrenzt hätte von Pädophilie, ja, nicht mal eigene Pädophilie, aber generell so Pädophilie als mögliche Lebensform oder mögliche sexuelle Orientierung. Deswegen ist er so ein bisschen Hassfigur mancher Menschen auf der rechten Seite des politischen Spektrums. Das sollte man als Hintergrund wissen. Ja, also uralte Formulierungen, von denen sich natürlich Volker Beck längst distanziert hat, wo er natürlich auch immer klar gesagt hat, alles nur bei Freiwilligkeit. Also man kann lange darüber streiten. Aus heutiger Sicht sind die tatsächlich indiskutabel, diese Äußerungen. Er hat sich, glaube ich, auch dafür entschuldigt oder er hat die zurückgenommen. Ja, er hat das also ist tausendmal zurückgenommen. Ja. Also eigentlich würde man wirklich sagen, klassische politische Jugendsünde, aber das ist natürlich wunderbar geeignet, um immer irgendwie gegen Volker Beck zu hetzen. Das ist wiederum auch der Kontext hier und da, wie gesagt, Todesstrafe durch Eier treten auf öffentlichem Platz. Also mit anderen Worten, Attila Hildmann, er geht sich in Gewaltfantasien, in Tötungsfantasien zum Nachteil von Volker Beck. Und da muss man sich natürlich schon die Frage stellen, warum eigentlich ist das in unserer Rechtsordnung offensichtlich nicht zu ahnden? Zu ahnden vielmehr. Also warum kann die Rechtsordnung da bislang nichts tun? Und da muss man sagen, hier gibt es tatsächlich eine Lücke im Strafgesetzbuch, auf die ich auch schon öfter hingewiesen habe in öffentlichen Veranstaltungen. Aber wir haben es in der Lage, glaube ich, noch nicht so deutlich rausgearbeitet. Und deswegen machen wir das an dieser Stelle mal. Also, es gibt natürlich eine ganze Reihe von Ansatzpunkten, über die man strafrechtlich mal nachdenken kann. Also zum Beispiel gibt es natürlich die Anstiftung zu einer konkreten Straftat. Ne? Anstiftung verlangt aber, dass die sogenannte Haupttat, also die Tat, zu der angestiftet wird, hinreichend konkretisiert ist. Also einfach mal irgendwie in die Eier treten, bis er tot ist, das ist keine hinreichend konkrete. Wenn du jetzt, Philipp, quasi mit einem Knüppel in der Hand neben Volker Beck stündest, zufällig, ja, ja. Und er dir dann zuwerfen würde, Philipp, hau ihn tot, ja, das wäre ein ziemlich klarer Fall einer Anstiftung. Das wäre dann konkret. Weil dann die Haupttat hinreichend konkretisiert ist. Das ist jetzt ein klarer Fall. Es gibt sicherlich etwas unschärfere Fälle, aber jedenfalls muss die Haupttat hinreichend konkretisiert sein, insbesondere örtlich, zeitlich und so. Du kannst also jetzt nicht einfach nur in den Raum stellen, man müsste mal. Das aber wenn man nicht sagt, er geht dann und dann da und da einkaufen, geht da mal hin und so, das bringt ihn schon, um. Und bringt ihn um. Da kommt man langsam in den Bereich der strafbaren Anstiftung. Okay. Ja. Aber wie gesagt, so doof sind die natürlich nicht, diese Typen, ne? Die so wie Hildmann, die finden natürlich da einen Weg. Ein zweiter Ansatzpunkt strafrechtlich wäre das Belohnen oder das Billigen einer konkreten
konkreten Straftat, Paragraph 140 StGB des Strafgesetzbuchs, ist das Problem dabei, ist, dass diese Straftat aber begangen sein muss, also wenigstens in strafbarer Weise versucht worden sein. Belohnen oder billigen, also die Straftat muss begangen worden sein, es muss da, und die muss man dann belohnen oder billigen, das ist strafbar. Genau, also belohnen, ja, oder billigen, und da billigen, da reicht eben auch nicht das reine Billigen, sondern das muss dann in einer Weise geschehen, die den öffentlichen, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, kann man im Detail nachlesen in Paragraph 140 des Strafgesetzbuchs. Dritter Ansatzpunkt, leider auch nicht einschlägig, die Bedrohung nach Paragraph 241 des Strafgesetzbuchs. Wenn man einen Menschen mit einem gegen ihn oder eine nahestehende Person gerichteten Verbrechen bedroht, aber auch da wieder braucht man eine konkrete Tat. Also nach dem Motto, wenn du das und das machst, dann bring ich dich um, ja. Das würde vielleicht reichen, aber einfach nur dieses davon reden, man sollte, müsste mal, das ist eben bislang eine Lücke im Strafgesetzbuch. Ja, das Billigen einer zukünftigen Straftat, diese Fälle des man müsste mal, es sollte mal jemand und so weiter. Das, was gerade im politisch verrohten Diskurs in den sozialen Medien heute immer wieder vorkommt, ja, also Renate Künast hat das ja auch schon mehrfach erlebt, ne, irgendwie, keine Ahnung, diese Todvögeln. Diese hypothetischen, in die Zukunft gerichteten Gewaltfantasien, die zum Teil sehr brutal und aber auch in ihrer Brutalität in meinen Augen sehr konkret sind. Genau, ne? Aber es reicht eben nicht als Anstiftung zu einer konkreten Straftat, weil die dann eben wiederum nicht räumlich, zeitlich bestimmt genug ist. Da haben wir tatsächlich eine Strafbarkeitslücke, und nach meiner persönlichen Auffassung wäre oder müsste das Billigen einer zukünftigen Straftat unter bestimmten Voraussetzungen strafbar sein. Über die genauen Voraussetzungen muss man reden. Ja, das ist sicherlich was, worüber was man diskutieren muss. Aber ich finde, dass dieses Billigen zukünftiger Straftaten in der Weise, wie das zum Beispiel Hildmann tut, wie das immer wieder im politischen Diskurs passiert, das müsste strafbar sein. Dagegen müsste man vorgehen können. Man muss dabei natürlich die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts beachten, dass beim Verbot von Meinungen außerordentlich zurückhaltend ist. Also Meinungen als solche kann man grundsätzlich in Deutschland nicht kriminalisieren, denn die sind ja eben von der Meinungsfreiheit gedeckt. Also das Bundesverfassungsgericht geht davon aus, dass das Äußern von Meinungen, selbst wenn sie noch so abwegig sein mögen, grundsätzlich in einer freiheitlichen Ordnung möglich sein muss. Die Grenze, also man kann deswegen Meinung als solche nicht verbieten, nicht mal die Meinung, man sollte einen Menschen. Aber wo die Grenze überschritten ist, ist, wenn diese Meinung eben die Gefahr birgt, dass sie tatsächlich in Gewalt umschlägt. Deswegen findet sich immer wieder diese Formulierung auch im Strafgesetzbuch, zum Beispiel auch im Volksverhetzungstatbestand, dass das, was da geäußert wird, geeignet sein muss, den öffentlichen Frieden zu stören. Also aber warum ist denn das, was er dann macht, nicht Volksverhetzung? Na, weil es sich da ja nicht gegen eine bestimmte Gruppe in der Bevölkerung richtet, die hinreichend scharf bestimmt ist. Das ist immer das Problem. Was es für diese Gruppen gibt mit Volksverhetzung, müsste es auch sozusagen in Bezug auf Einzelpersonen. Wenn du so willst, ja. Also es geht es geht quasi um die Billigung, die öffentliche Billigung oder das Aufrufen zu Gewalt gegen einzelne Menschen. Ne? Ja. Sollte aus meiner Sicht tatsächlich einen Straftatbestand darstellen, und man kann das dann ja auch man kann sagen, es geht zunächst mal nicht um irgendeine Straftat gegen diesen Menschen, sondern man fängt mal an bei der Kriminalisierung und schaut dann so ein bisschen, wie das weitergeht in der Diskussion. Man fängt mal an mit der Billigung des Einsatzes körperlicher Gewalt gegen Menschen. Also diese klassischen Fälle, man müsste der mal auf die Fresse hauen. Ja, das sollte eben vielleicht einfach nicht mehr gesagt werden können. Meine persönliche Auffassung wäre, man sollte in Deutschland nicht sagen können, man müsste dem mal richtig einen überbraten. Ich finde das, nein, man sollte das eben nicht. Man muss einen Menschen kritisieren dürfen, aber nicht fantasieren, dass diesem Menschen Gewalt angetan werden muss. Natürlich sollte man diesen Straftatbestand eben dann noch im Detail diskutieren, ja, wie der aussehen muss. Natürlich müsste man ihn verbinden mit dieser Einschränkung, es muss geeignet sein, den öffentlichen Frieden zu stören. Also mit anderen Worten, es muss zum Beispiel geeignet sein, tatsächlich in eine solche Straftat umzuschlagen. Und meinetwegen könnte man auch wiederum diese Einschränkungen vorsehen, die man auch im Paragraphen 140, also belohnen oder billigen von Straftaten findet, dass also diese Formulierung öffentlich in einer Versammlung oder durch Schriften, zum Beispiel auch im Internet, passiert sein muss. Ne? Dass man also jetzt sagt, wenn ich dir auf Telegram schreibe oder auf iMessage, dem müsste man mal richtig einen überbraten. Ist das was anderes, als wenn ich das mit vor 70.000, 80.000 oder wenn wir das in der Lage sagen. Ja, wenn wir jetzt, stell dir vor, wir würden jetzt hier sagen, der oder der, ne? Wir würden jetzt zum Beispiel nie dazu aufrufen, dem Hildmann
die Fresse zu polieren auf Deutsch. So will niemand es tun. Weil ich einfach finde, man sollte ihn bestrafen, man sollte sinnvollerweise einen komischen Telegram-Channel abbestellen, ja, und sich von dem nicht irgendwie die Hetze aufs Handy schicken lassen. Aber man sollte auf gar keinen Fall gegen diesen Menschen Gewalt üben, sondern man sollte ihn anklagen und idealerweise einsperren. Das wäre aus meiner Sicht in einer demokratischen Ordnung ein ziviler Umgang mit einem solchen Hassprediger. Das Problem ist, dass das eben bislang nicht möglich ist und da, finde ich, muss man drüber nachdenken. Und da kann man natürlich jetzt auch Kritik üben nach dem Motto, wie jetzt Ulf hier, Gesellschaft für Freiheitsrechte, fordert Straftaten. Du forderst ja keine Straftaten. Oder fordert eine Strafbarkeit von bestimmten Verhaltensweisen. Ja, weiß ich nicht. Also ist das denn komisch, dass du das forderst? Also ich finde ehrlich gesagt, nein, und zwar aus einer ganz einfachen Überlegung heraus. Natürlich wäre ein solcher Straftatbestand eine Einschränkung der Meinungsfreiheit, aber er würde ja auf der anderen Seite auch die Meinungsfreiheit fördern. Und zwar einfach deswegen, weil solche gewaltverherrlichenden Formulierungen durchaus dazu geeignet sind, Menschen auch aus sozialen Medien zu vertreiben. Ja, also das, was man neudeutsch so schön Silencing nennt. Ja, also dieser raue Umgangston, insbesondere zum Beispiel Vergewaltigungsfantasien gegenüber Frauen, die ja ständig geäußert werden öffentlich, sind durchaus geeignet, gerade Frauen oder auch andere oder zum Beispiel auch Angehörige von Minderheiten aus dem Internet zu vertreiben, einfach weil die keine Lust mehr haben, sich diesen Gewaltfantasien ständig auszusetzen. Mit anderen Worten, ja, man würde die Meinungsfreiheit einschränken in einem Bereich, wo ich sagen würde, dass ohnehin die Dinge wenig schützenswert sind, Stichwort Gewaltfantasien, und würde auf der anderen Seite aber dadurch die Meinungsfreiheit stärken, weil das Internet damit vielleicht wieder ein etwas zivilerer Ort für den demokratischen Diskurs würde. Und deswegen denke ich, auch aus einer freiheitlichen Perspektive heraus kann ein solcher Straftatbestand durchaus Sinn machen. Im Februar dieses Jahres hat ja das Berliner Abgeordnetenhaus den Mietendeckel beschlossen. Und die Mieten, das haben wir oft drüber geredet in der Hauptstadt, sind für die nächsten 5 Jahre auf dem Stand vom 18. Juni 2019, also eingefroren. Und das werden treue Hörer, Hörerinnen der Lage wissen und sich noch daran erinnern. Wir hatten ja durchaus erhebliche Sympathien für diese Deckelung der Mieten. Jetzt ist da ein gutes Jahr ins Land gegangen und wir haben auch privat mal mit ein paar Experten und Expertinnen gesprochen. Und wir müssen uns eingestehen, wir beide, dass die Zwischenbilanz dieses Mietendeckels nicht so gut aussieht und dass wir uns, glaube ich, korrigieren müssen in unserer Einschätzung dieses Gesetzes. Und im Kern geht es da um 2 Trends, die sich doch sehr deutlich abzeichnen. Und das eine ist, und da hast du auch mal mit einem Makler drüber gesprochen, das eine ist, die Deckelung der Mieten führt in Berlin bisher dazu, dass weniger Wohnungen vermietet werden und viel mehr verkauft werden. Ja, also ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir da tatsächlich so weit zurückrudern müssen, in dem Sinne, dass der Mietendeckel verkehrt war. Mhm. Aber jedenfalls so, wie er bisher ausgestaltet ist, wird er, glaube ich, sein Ziel nicht erreichen können. Das zeigen uns die bisherigen Zahlen. Also entweder muss man ihn abschaffen oder man muss nachsteuern. Aber jedenfalls, so wie es derzeit Gesetz ist, funktioniert es offenbar nicht. Wie ist denn das jetzt mit der Vermietung und dem Verkauf? Genau, das finde ich nämlich wirklich ganz spannend. Ich hatte neulich mal privat mit einem Immobilienmakler zu tun, der sich da kritisch äußert. Und da dachte ich nicht immer, ja klar, Makler, ne? Was wird der schon davon halten? Der wird natürlich dagegen sein. Und der sagte dann aber, nee, er ist da gar nicht ideologisch dagegen. Er schaut einfach mal, wie sich der Berliner Wohnungsmarkt entwickelt hat. Und er sagt, es gibt einfach deutlich weniger Wohnungen, die vermietet werden. Ja, das heißt also, das Mietniveau ist zwar nicht weiter gestiegen, also dieser Effekt ist tatsächlich eingetreten, der ja erwünscht war. Das Angebotsmietniveau soll nicht weiter durch die Decke gehen. Dafür gibt es aber immer weniger Wohnungen und zwar einfach, weil sich für VermieterInnen das Vermieten deutlich weniger lohnt. Wenn sie natürlich weniger Miete nehmen können, macht Sinn. Stattdessen entscheiden sich immer mehr Menschen, die Wohnungen besitzen, insbesondere Eigentumswohnungen, also nicht ganze Mietshäuser, sondern einzelne Wohnungen, diese eben nicht mehr zu vermieten, sondern zu verkaufen. Und das bedeutet natürlich, dass diese Wohnungen dann eben nicht mehr, schon mal gar nicht zu günstigen Mieten zur Verfügung stehen. Und typischerweise können gerade die Menschen, die sich eine teure Wohnung als Mieter nicht leisten können, sich natürlich den Kauf einer solchen Wohnung erst recht nicht leisten. Das heißt mit anderen Worten, das Angebot verfügbarer Wohnungen scheint eher nicht zu steigen. Und da dachte ich, wie gesagt, erstmal, naja, Immobilienhai, ja, was wird der schon denken? Aber Philipp, die Zahlen von Deutschlands größtem Immobilienportal,
Immobilien-Scout24 scheinen das zu bestätigen. Genau, also das ist jetzt, wie gesagt, keine wissenschaftliche Untersuchung, aber es ist doch ein starkes Indiz, was die veröffentlicht haben. ImmoScout sagt, ja, die Entwicklung der Mietpreise in Berlin zeigt sich im Vergleich zu anderen Großstädten stabil, das sind die Preise. Also der Anstieg konnte gebremst werden. Der Anstieg konnte erstmal so gebremst werden, so gibt da unterschiedlich lokale Tendenzen, aber so alles in allem. Verkauf aber von Wohnungen als Eigentum mit Fertigstellung vor 2014. Also das sind Wohnungen, die vom Mietendeckel erfasst werden, wo die Miete also gedeckelt hat. Der Verkauf dieser Wohnung, der hat im letzten Jahr seit Beginn des Deckels um 37% zugenommen. Wow. Ja. 37%. Mehr als ein Drittel mehr Wohnungen werden jetzt also verkauft. Und gleichzeitig verringerte sich das Gesamtangebot an Mietwohnungen um 28%. Wow. 28% weniger Wohnungen auf dem Markt. Ja. Und dieser Effekt, schreibt Innenstadt, wird fast vollständig durch Mietwohnungen hervorgerufen, die vor 2014 gebaut wurden, sprich bei denen der Mietdeckel greift. Die fallen sozusagen raus aus der Vermietung tendenziell. Mhm. Und das Angebot in diesem Segment ist seit einem Jahr um 44% gesunken. Also 28% Prozent weniger Wohnungen insgesamt auf dem Markt, aber Mietwohnung, aber in dem Bereich, der vom Mietendeckel betroffen ist, minus 44%. Das muss ich mal reintun. Mit anderen Worten, aus der Perspektive eines Menschen, der eine Mietwohnung sucht, ist es nicht etwa einfacher geworden, eine Wohnung zu finden, sondern um die Hälfte schwerer. Ja? Das heißt also, die Preise sind zwar nicht gestiegen, dafür ist aber das Angebot ganz massiv zurückgegangen. Insofern ist also, schreibt ImmoScout, der Nachfragedruck auf die restlichen Mietwohnungen, die also noch da sind, natürlich gestiegen. Also ImmoScout schreibt, die haben einen Anstieg der Kontaktanfragen pro Inserat um 231%. Um 231% würde bedeuten fast eine Verdreifachung. Ja, ne? So steht das, glaube ich, hier. Ne? Also drastische Erhöhung der Nachfrage auf die verbleibenden Kontaktanzeigen für die verbleibenden Mietwohnungen. Und das führt eben zu dem Trend Nummer 2. Genau, das heißt also, die Nachfrage ist ganz extrem. Das führt dazu, dass quasi die Marktposition der vermietenden Seite nochmals deutlich gestärkt worden ist gegenüber der Situation vor Inkrafttreten des Mietendeckels. Und das führt dazu, dass sich ein ganz interessanter Umgehungstrend gebildet hat. Und der läuft unter dem Stichwort Schattenmiete. Das geht im Prinzip so, wenn jetzt eine Wohnung neu vermietet wird. Pass auf, du hast vermietet eine Wohnung, ich komme zu dir. Du inserierst die Wohnung mit mietendeckelkonformen Preis, 8 € pro Quadratmeter. Ich komme in die Wohnung, sage 8 €, das ist ja schön, die Wohnung nehme ich. Ja, sage ich dann, ja, Herr Banse, das ist halt die Miete unter dem Mietendeckel, aber mal unter uns, wir hoffen ja alle noch auf das Bundesverfassungsgericht, dass dieser Mietendeckel uns noch um die Ohren fliegt. Und deswegen vereinbaren wir für diesen Fall, dass der Mietendeckel verfassungswidrig ist, nochmal eine weitere Miete, den Mietzins in Höhe von 14 € zum Beispiel kalt. Und Ihnen muss klar sein, Herr Banse, also wenn der Mietendeckel platzt, dann hätten wir von Ihnen gern die 14 €. Und zwar rückwirkend. Und zwar rückwirkend. Und zwar vom ersten Tag an. Und das führt dazu, dass ich dir zwar erstmal 8 € überweise, wenn ich aber nicht Gefahr laufen will, irgendwann das alles nachzahlen zu müssen, mit einem Schwaps mir aus dem laufenden Kosten rausschneiden zu müssen, muss ich eigentlich diese anderen 6 € einfach zurücklegen. Das heißt, de facto zahle ich dann meine 14 €, 8 landen bei dir, 6 erstmal bei mir. Auf dem Sparbuch. Wenn es gekippt wird, muss ich es nachzahlen und ich habe dann halt wieder diese 14 € kalt, wenn das mal gekippt werden soll. Genau, und das große Problem ist, diese Schattenmieten sind natürlich eine ganz offensichtliche Umgehung des Mietendeckelgesetzes, ne, weil sie eben dazu führen, dass der Markt eben de facto die ungedeckelte Miete verlangt, ne? Und damit natürlich diese Mietensenkung, die ImmoScout immer, oder dieses Einfrieren des Mietniveaus, was ImmoScout feststellen kann, irgendwie erstmal nur auf dem Papier steht. Ja, in Wirklichkeit sind natürlich die Schattenmieten die Mieten, mit denen die Menschen rechnen müssen. Und da würde man ja natürlich denken, also eine offensichtliche Umgehung des Gesetzes, das kann ja wohl nicht legal sein. Und ich habe dazu mal mit einem erfahrenen Amtsrichter mich unterhalten, der eben den ganzen Tag Mietrecht macht. Und er sagt, naja, also die Diskussion ist noch nicht endgültig abgeschlossen in der Juristerei, aber so im Kollegenkreis und wie er die Literaturlage einschätzt, muss man einfach sagen, ist gegen diese Schattenmieten wohl kein Kraut gewachsen. Ja, natürlich verbietet das Mietendeckelgesetz, solche Mieten zu nehmen, aber die werden ja eben auch nur wirksam vereinbart für den Fall, dass das Mietendeckelgesetz in Karlsruhe gekippt wird. Ja, das heißt also, das Ganze ist alles nur für den Fall, dass das Gesetz gekippt wird und wenn das Gesetz gekippt wird, dann gelten natürlich auch diese ganzen Verbote nicht mehr. Das heißt also, da haben die Vermieter
Liegenden wohl offenbar tatsächlich eine Lücke ausgenutzt. Und soweit ich das einschätzen kann, ist das auch kein Fehler des Gesetzes, sondern kommt man da eben strukturell nicht ran. Mit anderen Worten, Philipp, so läuft es offensichtlich nicht. So läuft es nicht. Also so, wie das jetzt gestrickt ist, funktioniert das nicht. Die Frage ist, was soll man machen? Was sind Rezepte? Wir haben natürlich da schon auch drüber gesprochen, das sagen ja auch viele unterm Strich und das kommt ja auch aus diesen Zahlen hervor. Wir brauchen halt mehr Wohnungen, also dass die gedeckelt sind, zumindest auf dem Papier, das ist ja schön und gut. Trotzdem, das war ja auch ein Kritikpunkt von vielen, auch Hörer, Hörerinnen von vornherein, trotzdem führt das eben zu einer größeren Nachfrage. Wir brauchen mehr Wohnungen und der Wohnungsneubau ist ja auch gestiegen. Genau. Ne? Die gute Nachricht ist tatsächlich, dass es gelungen ist. Das war ja immer meine zentrale These, weswegen ich persönlich so ein Freund dieses Mietendeckels immer war, dass der immerhin dazu dienen kann, Geld umzulenken, ja, von der Luxussanierung von Altbauten, die eben aus billigen Wohnungen teure Wohnungen macht, hin in den Neubau von Wohnungen. Und das scheint tatsächlich auch zu funktionieren. Also die Neubauquote, die erteilten Baugenehmigungen sind weiter deutlich angestiegen und zwar vor allem in Berlin angestiegen, während sie in Brandenburg erst zurückgegangen sind. Ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf, habe ich aber erst vor ein paar Tagen im Tagesspiegel gelesen. Habe ich auch gelesen. Aber das hat also auf jeden Fall funktioniert. Wir kriegen mehr Neubau. Also das ist immerhin, das muss man fairerweise dazu sagen, das ist ein positiver Effekt. Ganz kurz, nur um das zu stützen, ImmoScout sagt das auch, ne? Plus 18% mehr Angebote von Neubauten. Genau, das ist natürlich, das heißt, das sind dann die Wohnungen, die vor 2-3 Jahren genehmigt wurden, jetzt fertig werden, auf den Markt kommen und so. Das heißt, also da muss man fairerweise sagen, da gibt's, das ist wohl noch nicht auf den Mietendeckel zurückzuführen, denn als die gebaut wurden, gab es sie noch nicht. Ne? Aber trotzdem ist klar, also es gibt immer mehr Baugenehmigungen. Das Umleiten des Geldes aus der Luxussanierung in den Neubau hat offensichtlich funktioniert. Das könnte natürlich noch viel besser funktionieren, wenn die Berliner Verwaltung besser funktionieren würde. Also man hört immer wieder die Klagen, dass Baugenehmigungen so lange dauern und so. Aber immerhin, dieser Aspekt hat funktioniert. Das Problem ist bloß, du sagtest eben gerade so schön, gegen hohe Mieten helfen nur neue Wohnungen. Das stimmt natürlich nur zur Hälfte, denn diese Wohnungen, die da neu entstehen, die sind natürlich alle vom Mietendeckel nicht erfasst und die sind natürlich nicht für 7-8 Euro auf dem Markt, sondern die sind im Zweifel für 15 Euro plus auf dem Markt. Ne? Das heißt also, das Marktsegment, wo das große Problem ist, ja, Wohnungen, die man sich leisten kann für 5, 6, 7, 8 Euro. Ja? Solche Wohnungen werden ja nicht neu gebaut. Da sagen einem dann viele Menschen aus der Immobilienbranche, ja, Sepp, das geht auch gar nicht. Ja? Angesichts der heutigen Baulandpreise, angesichts der Preise für den Bau selber, ist es überhaupt nicht realistisch, solche Wohnungen selber zu bauen. Das heißt also, die These von Union und FDP, einfach nur bauen löst das Problem, ist offensichtlich falsch. Also Sie argumentieren ja noch weiter. Ne? Sie argumentieren, wir brauchen diese teuren Wohnungen, ja, aber dann werden halt andere Wohnungen, günstigere Wohnungen frei. Das ist so das Argument, dieser Trickle-Down-Effekt. Also mich überzeugt das auch nicht, aber das ist das Argument. Okay, na gut, auf jeden Fall, das funktioniert halt nicht. Ja, natürlich, mehr Wohnungen wären schön, aber sie werden eben offensichtlich nicht so günstig angeboten, dass wir das Problem lösen können. Was offensichtlich jedenfalls Stand heute, nach einem Jahr auch nicht funktioniert, ist das einfache Deckeln. Ja, abgesehen davon, dass natürlich das Bundesverfassungsgericht noch nicht entschieden hat, scheinen die erwünschten Effekte auf dem Wohnungsmarkt bislang auch nicht eingetreten zu sein. Deswegen stellt sich natürlich die Frage, warum ist das so? Meine These wäre, naja, das ist eben Marktwirtschaft oder man könnte auch etwas zugespitzt formulieren, das ist eben die dunkle Seite des Kapitalismus. Ja? Geld sucht sich immer seinen Weg und zwar hin zum größten Profit. Dazu muss man natürlich fairerweise sagen, es gibt auch sehr viele faire Vermieter, ne? Also oder Vermieterinnen. Es gibt ja nicht nur den eiskalten Kapitalisten, der versucht, möglichst viel Geld aus seinen Wohnungen zu quetschen. Ich habe zum Beispiel selber eine sehr faire Vermieterin. Ja? Also ich zahle keine besonders hohe Miete und die quetscht uns überhaupt nicht aus. Ne? Und ich kenne auch selber viele faire Vermieter. Es gibt aber eben gerade bei den Wohnungsfirmen, Stichwort Deutsche Wohnen, auch sehr viele, die eben Profitmaximierung sich auf die Fahnen geschrieben haben. Das heißt also, solange das so ist, wird das nicht funktionieren. Und jetzt ist natürlich die Frage, Philipp, was kann man denn dann tun, wenn das mit dem Deckeln so einfach offensichtlich doch nicht ist? Naja, gut, eine Möglichkeit ist, dass der Staat eben da eine größere Rolle spielen muss beim Erstellen günstiger Wohnungen. Na, das kann sein, Grundstücke billiger machen, Grundstücke zu besonderen Konditionen an besondere Projekte vergeben. Das kann heißen, dass der Staat selber mehr baut, Stichwort Sozialwohnungen und die dann eben auch selber vermietet, ja, hängen dann andere Probleme dran an wen. Wobei Sozialwohnungen sind ja gerade nicht Wohnungen, die der Staat baut.
Also typischerweise das Konzept bei Sozialwohnung ja, ist richtig, jemand Privates ja. baut und vermietet, aber kriegt massive Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln und muss dafür dann, ich glaube, für 20 Anteil. Jahre oder ja. so, ne, diese Wohnung zu bestimmten Preisen verkaufen. Das Problem ist eben, dass diese Wohnung dann nach vermieten, Ablauf des vermieten, zu bestimmten ja, Preisen genau, vermieten. Vermieten. Und das Problem ist halt dann, dass diese Wohnung aber ja nach einem bestimmten Zeitraum, ich meine, es waren immer 20 oder 30 Jahre, sowas, ja. irgendwie sowas, aus der sogenannten Sozialbindung rausfallen und dann kann derjenige Marktmieten nehmen und dann verdoppeln sich die Mietpreise. Ne? Aber ich glaube, das sind tatsächlich die einzigen beiden Lösungen. Der Staat muss eben entweder selber Eigentümer sein, ja, und damit die Wohnung natürlich nach Gutdünken auch günstig vermieten können. Oder der Staat muss, den Wohnungsbau fördern und dabei darauf achten, dass diese Mieten jedenfalls für einen bestimmten Zeitraum günstig angeboten werden. Sonst wird man das Problem, glaube ich, nicht lösen können. Also ich würde nach wie vor nicht sagen, dass wir da, oder ich würde nicht meine These oder unsere These aus dem letzten Jahr zurücknehmen, dass ich es gut finde, dass das Land Berlin das mal versucht hat. Nein. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass es eine super Idee war, es einfach mal auszuprobieren. Und es sind ja auch tatsächlich viele Effekte eingetreten, die man sich gewünscht hat. Es ist aber eben nicht das Angebot an günstigen Wohnungen vergrößert worden. Und deswegen muss man sagen, muss glaube ich, das Land Berlin, müssen andere Städte insbesondere, die so einen angespannten Wohnungsmarkt haben, einfach mit anderen Methoden noch nachsteuern. Wie angekündigt, ein kurzes Update noch zu der Cum-Ex-Geschichte aus dem letzten Mal. Wir erinnern uns, dass der Bundestag eigentlich beschlossen hat, dass es möglich sein soll, Steuerbeute von Cum-Ex-Betrügern auch dann zurückzuholen, wenn die Steuerschuld eigentlich verjährt ist. Das hatte der Bundestag beschlossen. In demselben Gesetz stand dann aber ein Paragraph, den das Bundesfinanzministerium reingeschrieben hat, der das Ganze beschränkt nur auf Taten und Beute sozusagen, die vor dem 1. Juli 2020 nicht verjährt sind. Sprich, mit diesem Artikel wurde dann dieses ganze Cum-Ex-Beute aus dieser neuen Rückholmöglichkeit ausgeschlossen. Und wir hatten ja eine E-Mail an das Bundesfinanzministerium geschrieben, ob sie das Problem sehen, ob es da Pläne gibt, diese Beschränkung, die sie da reingemogelt haben, wie einige sagen, wieder rauszunehmen. Und da kam dann diese Woche eine E-Mail und ich lese das mal vor und wir versuchen das dann verständlich zu übersetzen. Also Zitat des Bundesfinanzministeriums. Das Bundesfinanzministerium beabsichtigt weitere Verschärfungen hinsichtlich der Einziehung bei bereits vor dem 1. Juli 2020 verjährten Steueransprüchen. Das Bundesfinanzministerium beabsichtigt weitere Verschärfungen hinsichtlich der Einziehung bei bereits vor dem 1. Juli 2020 verjährten Steueransprüchen. Man kann das so verstehen, dass sie sagen, wir sehen das Problem, dass die Einziehung dieser Steueransprüche, die vor 2020, dem 1. Juli verjährt waren, ein Problem ist und wir wollen das verschärfen und auch an dieses Geld ran. Dann sagen sie, hierzu befindet sich das Bundesfinanzministerium in enger Abstimmung mit dem Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz. In Bezug auf weitere Verschärfungen ist insbesondere das Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht abzuwarten, bei dem es um die Verfassungsmäßigkeit der Neuregelung der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung, insbesondere im Hinblick auf deren Rückwirkung geht. Wie verstehst du das? Ja, mit anderen Worten, das Bundesfinanzministerium spielt auf Zeit. Ne? Sie berufen sich auf das Verfahren, das in Karlsruhe bereits anhängig ist. Aber durch den Rechtszustand, den sie jetzt geschaffen haben, ja, mit dieser Amnestie für Cum-Ex-Leute, wird das Verfahren in Karlsruhe für diese Fälle überhaupt keine Relevanz entfalten. Ne? Weil sie ja quasi im Vorgriff auf eine nur mögliche Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass die Rückwirkung verboten sei, schon mal von vornherein davon ausgehen, dass jedenfalls für Cum-Ex-Täterinnen und Täter diese Rückwirkung nicht gelten soll oder zum Nachteil von Cum-Ex-Täterinnen und Tätern. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, gerade weil in Karlsruhe doch schon ein Verfahren anhängig ist, gibt es überhaupt keinen Grund, ausgerechnet diese Gruppe von Täterinnen und Tätern jetzt schon zu privilegieren. Man hätte sie ja auch privilegieren können, wenn tatsächlich das Bundesverfassungsgericht meint, eine solche Rückwirkung ist nicht möglich. Also sie hätten einfach das weglassen können, wenn sie sagen, wir warten. Ja, oder jetzt diese Norm streichen. Genau, jetzt einfach streichen oder sie gar nicht einführen, warten auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, die Beute darf rückwirkend eingezogen werden, auch wenn es alles verjährt ist. Alles fein. Alles fein. Ja. Dann hätten, und sie die Cum-Ex-Leute hätten ausnehmen wollen, dann amnestieren wollen, dann hätten sie diesen Paragraphen einbringen können. Nee, jetzt verdrehst du es um. Sie haben ja jetzt schon eine Amnestie beschlossen. Das ist doch das Problem. Sie haben schon eine Amnestie beschlossen. Und das, ja, aber und konsequenterweise das hätten sie es so machen können. Weißt du, wenn sie eine Amnestie für diese Cum-Ex-Beute wollen, dann könnten sie das Verfahren beim BVG abwarten,
Und nur wenn das Bundesverfassungsgericht meint, böse geht nicht, dann eine Amnestie schaffen. Genau. Dann müssen Sie die Amnestie aber sowieso für alle möglichen Fälle schaffen. Ne? Mit anderen Worten, Sie haben jetzt genau diese Differenzierung beibehalten, die wir in der letzten Woche schon kritisiert haben, nämlich die Differenzierung, dass die Cum-Ex-Leute besser behandelt werden als alle möglichen anderen Straftäterinnen. Das versteht kein Mensch. Warum ausgerechnet diese Leute ihre milliardenschwere Beute behalten dürfen, während alle anderen Straftäterinnen und Straftäter durch die Änderung der Abgabenordnung 297a jetzt im Nachhinein verfolgt werden können? Das versteht kein Mensch. Und diese Antwort, muss man ganz ehrlich sagen, ist eine klare Nebelkerze. Ja, der Verweis auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts macht überhaupt keinen Sinn. Also finde ich, das ist genau das, was wir in der letzten Woche gesagt haben, Philipp. Unverständliche Privilegierung ausgerechnet dieser Gruppe von Steuerflüchtlingen. Wir blicken mal wieder in die USA, wo es natürlich hoch hergeht, weil schon in wie viel? 3 Monaten? Was haben wir jetzt? Ja, Anfang November. Anfang November. Also nicht mal mehr 3 Monate. Nicht mehr 3 Monate. Ein neuer Präsident ist es ja in diesem Fall auf jeden Fall gewählt wird. Und da hat es diese Woche doch einigen Wirbel gegeben auf verschiedenen Seiten. Die eine Nachricht ist natürlich, dass der Kandidat der Demokraten, Joe Biden, eine Vizepräsidentin beziehungsweise eine Kandidatin für das Amt des Vizepräsidenten nominiert hat, nämlich Kamala Harris. Vielleicht dem einen oder anderen sogar noch ein Begriff, weil sie ja auch eine Kandidatin war, tatsächlich für die Spitzenkandidatur der Demokratischen Partei. Also sie war mal Konkurrentin von Joe Biden, ist eigentlich relativ früh schon rausgeflogen aus dem Feld der AspirantInnen. Nun allerdings hat Joe Biden sie zu seiner Vizepräsidentschaftskandidatin gemacht und damit, denke ich, seine Kandidatur noch mal deutlich gestärkt. Denn Frau Harris ist nicht irgendwer. Sie war 2017 die zweite Afroamerikanerin im US-Senat und die erste mit indischen Wurzeln. Das heißt, sie hat quasi einen doppelten Migrationshintergrund. Wenn ich es richtig jetzt in Erinnerung habe, ist der Vater Jamaikaner, die Mutter Inderin oder andersrum. Sie hat jedenfalls diese beiden Wurzeln. Und sie hat sich in den letzten Jahren im Senat mit ihrem großen Engagement in verschiedenen Ausschüssen einen Namen gemacht. Also parteiübergreifend gilt sie als sehr engagierte und fähige Politikerin. War auch Staatsanwältin. Ne? Sie war auch Staatsanwältin, ganz genau. Kalifornien. Ja, da muss man wiederum sagen, dass deswegen ist sie in der Black Community in den USA auch nicht völlig unumstritten, weil ihr da nämlich der Vorwurf gemacht wird, dass sie da als Staatsanwältin vielleicht auch nicht genügend getan hat gegen Racial Profiling in den Ermittlungsbehörden. Aber grundsätzlich mal ist sie eben als Person of Color natürlich jemand, der diese Wählergruppen grundsätzlich ansprechen kann. Jedenfalls vielleicht besser als ein, wie alt ist 78? Ja, oder genau, was? Ende 70-jähriger weißer Mann, ja, der da auch nicht einen, wie soll ich sagen, nicht lupenreinen Track-Record hat. Wobei er ja sehr angesehen ist bei People of Color und in der schwarzen Community, einfach weil er Vizepräsident von Barack Obama war und sich ihm untergeordnet. Und die beiden gelten ja auch als persönlich sehr, sehr enge Freunde bis heute. Das heißt mit anderen Worten, also dann man hätte dann quasi die ganze Kompetenz von Barack Obama so virtuell irgendwie mit an Bord. Ist sicher auch nicht verkehrt. Ja, und dann muss man natürlich sagen, bei jemandem, der so alt ist, schon wie Joe Biden, ist natürlich auch die Frage, wer ist da Vize, durchaus relevant, weil dann die Wahrscheinlichkeit, wie soll ich sagen, einfach nicht völlig von der Hand zu weisen, ist, dass tatsächlich es auch mal zum Schwur kommt. Ja, Joe Biden muss ja nicht gleich zu Tode kommen, aber er kann einfach tatsächlich mal schwer krank sein, sodass er seine Amtsgeschäfte nicht mehr führen kann. Also mit anderen Worten, wirklich eine sehr charmante Vizepräsidentschaftskandidatin, die glaube ich, oder gerade dieses mit einem, die dazu führt, dass es einfach ein Duo ist, das doch sehr breite Kreise der amerikanischen Gesellschaft anspricht. Ja, ganz auf der anderen Seite müssen wir auch noch ein kleines Update liefern zum Thema Donald Trump. Donald Trump hat sich ja in vielfältiger Weise schon, sagen wir mal, als jemand erwiesen, der mit demokratischen Traditionen bricht. Eine der ganz zentralen demokratischen Traditionen, das haben wir schon oft erwähnt, in der Lage ist, dass man Wahlergebnisse grundsätzlich anerkennt. Das ist ein Problem für Donald Trump. Er hat schon 2016 vor der Wahl immer wieder davor gewarnt, die Wahlen könnten manipuliert werden. Er hat damals schon nicht sicher sagen wollen, dass er das Ergebnis der Wahl 2016 anerkennen wird. Und auch dieses Mal schürt er im Wahlkampf, wie soll ich sagen, Zweifel, ob das Wahlergebnis mit sauberen Mitteln zustande gekommen ist. Dieses Mal hat er sich insbesondere eingeschossen auf die Briefwahl, wo er der Meinung ist, das sei quasi möglicherweise der größte Betrug in der Geschichte der USA, dass eben es massiv zu Wahlbetrug bei Briefwahlen kommen könnte. Die Idee ist, oder warum jetzt viele Bundesstaaten Briefwahlen noch mehr nutzen wollen, als sie es
ohnehin schon tun. In einigen Bundesstaaten wird fast nur per Briefwahl schon länger gewählt. Ist halt Corona, dass man sagt, naja, wir wollen halt nicht alle ins Wahllokal holen, deswegen sollen wir per Briefwahl machen. Deswegen wird das in vielen Staaten vorbereitet und auch ernsthaft vorangetrieben. Und das ist aber so, dass es in den USA nicht so einfach ist wie bei uns. Bei uns gibt es das ja auch, aber wir bekommen ja eine Wahlbenachrichtigung und damit gehen wir ins Wahllokal fertig. Oder wir beantragen eben Briefwahlunterlagen und das geht dann ganz ratzfatz auch online und dann ist ein paar Tage später der Brief da und wir können ankreuzen, werfen das ein und wissen auch, das ist garantiert in spätestens 2 Tagen dann vor Ort und wird gezählt. Ja, genau. Aber das setzt eben voraus, dass es ein funktionierendes Einwohnermelderegister gibt. Ne? Dass es halt einfach Behörden gibt, die verwalten, wer da überhaupt alles so in ihrem Sprengel lebt. In den USA gibt es das nicht. Da gibt es kein Einwohnermelderegister. Ne? Deswegen haben da ja die Führerscheine de facto die Funktion der Personalausweise, weil du halt einfach keinen Perso hast, sondern die Leute weisen sich dann mit ihrem Führerschein aus. Den haben immerhin die meisten Leute. Aber es gibt eben kein Einwohnermelderegister. Und deswegen muss man sich selbst erstmal als Wählerin oder als Wähler registrieren lassen. Und das führt naheliegenderweise schon zu einer gewissen sozialen Spaltung bei der Frage, ob man überhaupt wählen gehen kann. Gut ausgebildete Menschen, meistens Weiße, machen das natürlich. Ne? Die tragen sich als Wählerinnen ein und los geht's. Schlecht ausgebildete Menschen, häufig Angehörige von Minderheiten, Menschen mit Migrationshintergrund, machen das tendenziell deutlich weniger. Außerdem gibt es immer wieder Schikanen vor der Registrierung. Beispielsweise muss man Geburtsurkunden vorlegen, die haben Refugees im Zweifel aber nicht. Ne? Das heißt, wenn du irgendwann vor 20 Jahren mal über die Grenze aus Mexiko gekommen bist, mit nur einer Sporttasche über der Schulter und keinen Papieren, inzwischen die amerikanische Staatsangehörigkeit hast, dann ist es gar nicht so einfach, in manchen Bundesstaaten, die Regeln sind sehr unterschiedlich, sich überhaupt als Wähler registrieren zu lassen. Ja, und danach gibt es dann auch noch so wirklich Sachen, Gesetze in einigen Bundesstaaten, die dann genau die Schreibweise verlangen. Weißt du, also wenn dann ein Zeichen, ein Akzent, irgendwas fehlt in deinen Wahlunterlagen und du kommst zur Wahl und das ist nicht 1:1 deckungsgleich, dann darfst du nicht wählen. Also davon gibt es jede Menge. Und nun, genau, ist halt Corona und eigentlich liegt es ja nahe, dass man sagt, okay, wir wollen, dass maximal Leute wählen gehen. Einige haben aber Angst, rauszugehen oder in dieser dann vielleicht vollen Wahllokale zu gehen. Also fördern wir die Briefwahl. Ist eigentlich No-Brainer, würde ich auch denken. Aber Trump fürchtet eben, dass Briefwahlen das Wählen erleichtern könnten. Oh Gott, Gott bewahre. Ja, das geht ja gar nicht. Das geht gar nicht. Ja, und das könnte natürlich auch den Anteil der Minderheiten, Vertreter, Vertreterinnen von Minderheiten steigern, die eben ihre Stimme abgeben. Und so ist zumindest die Befürchtung von Trump, dass die eben meistens nicht Trump wählen werden. Und ist also die Strategie von Trump, er hat seit Monaten gegen das sogenannte Mail-in-Voting. Also Briefwahl. Greatest Fraud in History und so. Größter und Betrug in der Geschichte. Es gibt dafür keinerlei, also die New York Times auch an alle möglichen Leute untersucht, drauf und runter. Vielleicht in der Theorie, aber in der Praxis hat es dafür keine Hinweise gegeben. Ganz, ganz wenige Fälle. Und dann meistens auch noch von Republikanern, wenn es da Probleme gab. Ja, das ist der Witz dabei. Und es gibt ja eben schon Bundesstaaten in den USA, die mit Mail-in-Voting arbeiten. Es gab tatsächlich in Georgia jetzt bei den Vorwahlen mal Probleme, aber einfach, weil die Organisation zusammengebrochen ist. Die mussten eben mit ganz wenig Leuten zugleich eine In-Persona-Wahl, also eine Wahl vor Ort sicherstellen und eine Mail-In-Wahl und das hat dann einfach organisatorisch nicht hingehauen. Die haben sich dann, glaube ich, dafür entschieden, erst einen Brief zu schicken. In diesem Brief wurdest du aufgeklärt, da musstest du diesen Brief zurückschicken, um Mail in Wahlunterlagen zu bekommen. Die musstest du dann kriegen, da sind viele von nicht angekommen oder zu spät angekommen. Das war das Orga-Problem. Also das war ein totales Desaster. Aber die haben das im Prinzip so gemacht wie in Deutschland auch. Du hast einen Brief bekommen, dass du wählen kannst und dass du auch Mail-In-Voting machen kannst. Dann musstest du aber die Unterlagen beantragen. Genau, was in Deutschland alles seit 50 Jahren problemlos klappt oder seit 70 Jahren, das ist in den USA irgendwie ein Problem, was halt einfach an der häufig schlechten Organisation der Wahlverwaltung liegt. Ich las vor kurzem in der New York Times auch, dass die Kohle schon alle ist. Also der Bund hat einen bestimmten Geldbetrag bereitgestellt für die Durchführung der Präsidentschaftswahl. Der ist in vielen Bundesstaaten aber schon alle, weil einfach mit so viel Mail-in-Voting keiner gerechnet hatte und die Kosten explodieren und der Bund sagt, wir zahlen nicht mehr. Und es gibt ein weiteres Problem und da wird es völlig absurd. Das ist die Post. Denn natürlich, also Mail-in-Voting setzt natürlich voraus, dass die Briefe transportiert werden. Bitte? Wie in Mail eben. Wie in Mail, ne? Genau. Also ohne Mail ist nicht gut mit Mail-In. Und das Problem ist aber natürlich, dass die amerikanische Post sowieso am Kapazitätslimit ist, weil ja auch durch diese Corona-Situation einfach generell wieder mehr Post zustande kommt. Zurzeit blockiert Donald Trump aber 25 Milliarden Dollar Notfallhilfe, die der Kongress eigentlich bewilligen wollte für die US-Post. Und davon waren 3,5 Milliarden Dollar spezifisch für die Bearbeitung von Wahlbriefen gedacht. Diese Kohle, wie gesagt, blockiert Donald Trump, aber
Und zwar, indem er eiskalt sagt, well, die Post hat nicht genug Geld, um die Briefwahl zu stemmen. Vielleicht machen sie es dann ja nicht. Mit anderen Worten, er hofft einfach, wenn er die Post aushungern kann, dass die Post sich dann weigert, Briefwahl zu machen. Und unterstützt wird er natürlich von seinem Buddy, dem Chef, der, wie heißt der so schön? Louis DeJoy. Louis DeJoy, aber der hat so einen schönen Postmaster General, heißt Postmaster der. Postmaster General, ja, ja. Also der Chef des US Postal Service. Und der ist also ein großer republikanischer Spender und Trump-Unterstützer. Und ist jetzt neu im Amt, ne? Relativ neu im Amt, genau. Und macht erstmal neue Regeln, führt er ein, ne? Bisher wurden Wahlbriefe als Bulk versandt. Also Massenmail. Massenmail für 20 Cent. Eigentlich bedeutet das, ist halt eine lahme Schneckenmail, so, Schneckenpost sozusagen, aber weil es eben Wahlbriefe sind, hat man gesagt, okay, Wahlbriefe, auch wenn es nur 20 Cent sind, normalerweise werden die dann eben mit Priorität transportiert. Nun soll sich das ändern und sie sollen eben langsam transportiert werden. Und langsam heißt langsam. Bis zu 10 Tage braucht dann ein Brief innerhalb der USA. Und das Argument ist, wenn also die Bundesstaaten oder die lokalen Wahlbehörden möchten, dass ihre Wahlbriefe schnell transportiert werden, dann können sie ja als Priority Mail auf den Weg schicken. Das kostet dann allerdings 55 Cent. Mit anderen Worten, Donald Trump hat einen Weg gefunden über seinen Buddy Louis DeJoy, wie er also die Kosten für Mail-in-Voting mehr als verdoppeln kann, indem er halt schlicht und ergreifend neue Porto-Regeln in Kraft setzen lässt. Für mich ist das so ein weiteres Beispiel dafür, und das hat mich so ein bisschen erinnert an das, was wir gesagt haben, als Trump gewählt wurde, dass zu befürchten ist, dass er die Regeln eines schlecht geführten, tendenziell betrügerischen Unternehmens auf die Politik überträgt. Und ich finde, an diesem Maßstab lässt sich doch eine ganze Menge erzählen von dem, was so passiert ist. Ja, Donald Trump spielt Hardball. Ne? Er denkt nur an sich. Also es geht überhaupt nicht um Gemeinwesen, demokratische Werte und so. Das spielt alles für seine Handlungen keine Rolle. Es geht nur darum, was bringt für mich dabei raus? Wie komme ich voran? Wie kann ich meinen Buddies helfen? Wie kann ich Loyalität belohnen oder Illoyalität bestrafen? Und wie kann ich irgendwie an der Macht bleiben? Das ist natürlich ganz offensichtlich auch der Plan. Denn also mit diesen ganzen Zweifeln, die er seit Monaten schürt gegen die Briefwahl, schafft er natürlich jetzt quasi schon prophylaktisch ein Argument, wieso er dann möglicherweise den Ausgang der Wahl nicht akzeptiert. Ne? Also es ist jetzt schon davon auszugehen, dass wir am Abend des Wahltages in den Vereinigten Staaten durchaus keine klaren Ergebnisse kriegen, einfach weil alle davon ausgehen, dass das mit diesem Auszählen beim Mail-in-Voting einfach ein bisschen länger dauern wird. Das heißt also, vermutlich wird sich die Unklarheit über das Wahlergebnis über einige Tage erstrecken. Ja? Der ein oder andere wird sich dunkel erinnern an das Jahr 2000, als es da in Florida mal ein Problem gab mit schlecht ausgefüllten Wahlkarten von Wahlgeräten, ja, die einfach nicht so richtig klar gestanzt waren. Das war damals noch so oldschool, da mussten so Löcher in Karten gestanzt werden mit Wahlgeräten. Das hat dann irgendwie nicht so richtig funktioniert bei diesen Punchcards. Da musste immer wieder neu nachgezählt werden, bis der Supreme Court nach einigen Tagen die Wahl gestoppt hat und dann George Bush zum Wahlsieger erklärt hat, damals gegen Al Gore. Und wir können davon ausgehen, dass das ähnlich dieses Jahr wieder passieren wird. Also erstmal wird die Auszählung sehr lange dauern und dann ist eben sehr die Frage, ob Donald Trump das Ergebnis der Wahl akzeptiert oder ob er mit diesen ganzen Argumenten, die er seit Monaten bringt, Mail-in-Voting, greatest fraud in history und so, einfach sagen wird, nö, ich bin nicht abgewählt worden, ich habe die Wahl gewonnen, man sieht es bloß nicht. Und wenn dann auch noch dazu kommt, was in Georgia eben passiert ist, ne, dass es schlecht organisiert ist, dass irgendwelche doofen, kaputten Wahlcomputer benutzt werden, dass es dazu vereinzelten Pannen gibt, wenn das dann 3-4 Tage dauert, das ist Humus, auf den Zweifel genau. Und das gesät werden können und gedeihen werden und die Legitimität dieser Wahl anzuzweifeln helfen. Also das klingt alles ganz gruselig, Philipp, aber es gibt auch gute Nachrichten aus der Verwaltung, allerdings nicht aus der amerikanischen, sondern Philipp, du hast eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe ausfindig gemacht, die uns alle aufatmen lässt. Und zwar, das sind jetzt zum Schluss ein paar durchaus wichtige Nachrichten, Neues. Aus der Tierwelt. Aus der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Feldmausmanagement. Die kennt ihr natürlich alle, logisch, aber wir sagen noch mal kurz ein paar Fakten, was diese Länderarbeitsgruppe Feldmausmanagement, denn eigentlich ist es eine feste Einrichtung beim Julius-Kühn-Institut, wird vom Kühn-Institut koordiniert. Das Kühn-Institut ist ein Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen. Den Link zu der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Feldmausmanagement, die findet ihr in unseren Shownotes, wie ihr das gewohnt seid. Und diese Arbeitsgruppe, die setzt sich eben zusammen aus Experten von Länderbehörden, vom JKI eben, vom Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, vom Umweltbundesamt und eben auch von Vertretern der zuständigen Ministerien. Und diese Arbeitsgruppe tagt normalerweise mindestens einmal jährlich, wie das Ministerium mir mitteilte, bei Bedarf aber auch öfter. Und dieser Bedarf, der ist nämlich momentan ziemlich erheblich.
Denn selten war überlegtes Feldmausmanagement so gefragt wie in diesen Tagen, weil in Teilen von Thüringen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen es momentan sehr, sehr viele Mäuse gibt, Feldmäuse. Ist das so? Ja. Also mit anderen Worten, die Maus als Corona-Gewinnerin. Also könnte man das eventuell sehen, wobei ich den Bezug jetzt gerade nicht sehen könnte. Ich frage mich auch noch, gibt's den oder ist das mehr so wie mit den Störchen und den Babys? Ich würde sagen, man könnte jetzt einen Witz draus schmieden, Hamsterkäufe und Feldmaus und so, aber der ist mir jetzt, das können wir jetzt leider nicht machen, den hätte ich früher mir ausdenken müssen. Auf der Bühne. Jedenfalls ist es halt so, dass diese Feldmäuse vor allen Dingen Weizen anfressen, wegfressen und eben die Ernte teilweise ruinieren. Also Bauernverband in Thüringen sagt, 2/3 des Ertrags fällt auf einigen Feldern weg. Also die Feldmaus ist eine Rogue-Maus. Absolut. Mäuse gibt es immer und überall, aber in einigen Teilen ja auch nicht überall in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen, sondern in einigen Teilen gibt es halt sehr, sehr viele Mäuse und üblicherweise pflügt man. Okay. Und dann ist die Maus platt. Nicht platt, aber die Bauten halt zerstört oder so. Problem beim Pflügen ist das natürlich auch, und da kommen wir eigentlich zum richtigen Knackpunkt, dass natürlich auch der Hamster leidet. Ja, und der Hamster, der Feldhamster, ist nämlich ein streng geschütztes Tier. Mit anderen Worten, wenn du jetzt einfach die Mäusebauten umpflügst, dann müsstest du theoretisch die Hamster umschiffen und das geht nicht so einfach. Oder vorher mit Beton auskleiden, um sie quasi bombenfest zu machen oder flugfest. Also Pflügen hilft angeblich nicht mehr, sagt jetzt Julia Klöckner, auch von der CDU, Landwirtschaftsministerin, in einem offenen Brief an die Länder und sagt, wir brauchen leichtere Regeln, um die Chemie einzusetzen. Also es gibt nämlich so Chemieköder, da gehst du übers Feld. Und also die Bauern, und das geht maschinell, glaube ich, nicht, aber die gehen dann übers Feld und suchen halt nach diesen Mauselöchern und müssen halt vergiftete Köder in diese Löcher stopfen und zwar richtig tief rein, damit halt nicht irgendwelche Greifvögel kommen und so, sondern richtig tief rein. Und es gibt auch Bilder im Internet und wird auch erklärt, wie man ein Mauseloch von einem Hamsterloch unterscheidet. Weil man ja den streng geschützten Hamster nicht vergiften darf. Also Hamsterbau geht relativ senkrecht rein, hat mehr Auswurf drumherum. Okay. Feldmaus ist eher. Aber da muss der Landwirt natürlich genau hinschauen. Was aber, wenn sich zum Beispiel ein Hamster mit Migrationshintergrund in ein Feldmausloch verirrt? Ja, lauter Probleme. Aber das ist nicht nur das einzige Problem. Es gibt nämlich noch mehr Probleme. Nämlich diesen Gifteinsatz dürften eben auch Hamster nicht überleben, weil man eben nicht so richtig trennen kann häufig und dann eben auch Hamster erwischt, von denen gibt's wirklich nicht mehr so viele und deswegen ist nämlich dieser Giftködereinsatz auch streng reguliert. Also das ist eigentlich eine normale Technik in normalen Zeiten, aber ist halt streng reguliert. Und das zweite Problem ist, dass die Wirkung dieses Gifts, dieser Giftköder, auch umstritten ist. Also der Bauernverband und Julia Klöckner sagen, wie gesagt, Pflügen hilft nicht mehr, wir brauchen dieses Gift. Magnus Wessel vom BUND, der sagt aber: Gifteinsatz löst das Problem nicht wirklich. Art 1, je früher man das jetzt einsetzt, umso eher hat die Restpopulation der Mäuse, die ja auf jeden Fall übrig bleiben wird, Chance, sich wieder zu erholen, und dann fängt das ganze Spielchen von vorne an. Also mit anderen Worten, er fürchtet, die Vergifterei schafft im Grunde nur ökologische Nischen, die dann die Feldmaus nutzen. Ja, genau. Also weil die Feldmäuse sich auch wahnsinnig schnell vermehren und irren Nachwuchs haben, sagt er, es werden Feldmäuse überleben und die werden sich wahnsinnig schnell vermehren und dann fängt das alles wieder von vorne an. Und das Problem Nummer 3, für diesen leichteren Einsatz der Giftköder jetzt, ja, also da in diesen Bundesländern, müssten Anwendungsbestimmungen geändert werden. Also für jedes Gift gibt es sozusagen eine Anwendungsbestimmung, wann darf das ausgebracht werden, wann wurde ein Hamster gesichtet, dann darf man nicht und so weiter und so fort. Und diese Anwendungsbestimmung, die erlässt das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, aber das Umweltbundesamt muss diesen Anwendungsbestimmungen zustimmen. Und da gibt es Stress. Julia Klöckner hat diese Woche geschrieben, diese Anwendungsbestimmungen, die wurden schon letztes Jahr geändert zum Nachteil der Hamster. Nämlich darf dieses Gift während des Hamster-Winterschlafs ausgebracht werden jetzt. Was ja eine gute Idee ist, weil der Hamster, wenn er pennt, kein Gift fressen kann. Und, das ist auch die andere Änderung, Hamstersichtungen, die schon ein paar Jahre her sind, sollen nicht mehr sozusagen als Hamstersichtungen gewertet werden. Ja, weil die Idee grundsätzlich war, wenn irgendwo ein Hamster gesichtet wird, dann ist Giftsperre. Aber wenn man einfach sagt, das läuft irgendwann ab, so eine Sichtung, dann kann man doch wieder mehr Gift ausbringen. Richtig, genau. Und jenseits der inhaltlichen Änderungen sagt das Umweltbundesamt,
diesen Änderungen der Anwendungsbestimmung, die jetzt schon gelten, denen haben wir nicht zugestimmt, das sei nicht rechtens. Es wurden Anpassungen an den Anwendungsbestimmungen vorgenommen, also wie die Köder und die Gifte auf dem Feld ausgebracht werden. Aber das Umweltbundesamt hat diesen Anpassungen, diesen Änderungen der Anwendungsbestimmungen nicht zugestimmt. Der BUND, also Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, sagt, Gift hin oder her, letztlich helfen nur kleinteilige Landschaften mit vielen Hecken und Blühwiesen, damit eben die natürlichen Feinde gestärkt werden, also Greifvögel, Füchse, Marder etc. Füchse, finde ich super. Und Bauern sollten einfach Geld kriegen. Wenn die jetzt Ernteausfälle haben, dann muss halt der Steuerzahler, die Steuerzahlerin ran. Also jede Menge Diskussionsbedarf für das nächste Treffen der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Feldmaus-Management. Also ich freue mich immer über solche Sachen. Ich habe auch schon Berichte über so andere komische Arbeitsgruppen und so gemacht. Ich finde das halt immer wieder interessant, weil solche Phänomene mir zeigen und uns zeigen eigentlich, wie unglaublich detailliert Verwaltungen sind. Und um welche Lebensbereiche, die sich nicht alles kümmern. Wenn es jetzt schon, weißt du, eine Arbeitsgruppe bei diesem Institut gibt, die halt das Feldmausmanagement in Deutschland koordiniert, für was gibt es denn da noch alles Arbeitsgruppen? Ja, man will es gar nicht wissen. Und vor allem finde ich es ja auch ganz bemerkenswert, dass es selbstverständlich sogar in diesem, wie soll ich sagen, absolut existenziell kritischen Lebensbereich schon ganz offensichtlich wieder massives Kompetenzwirrwarr gibt. Ne? Genau. Umweltministerium, BUND und Landwirtschaftsministerium und so. Genau, und Behörden. Also das ist schon ganz großartig zu sehen, in was für einer ausdifferenzierten Demokratie wir leben. Ne? Also ich meine, selbst bei einem solchen Exotenthema, möchte man ja fast sagen, ist es doch ganz offensichtlich so, dass alle relevanten Interessen wirklich von irgendwem vertreten werden. Und ich weiß nicht, irgendwie fanden wir beide, ist das einfach total schön zu sehen. Man könnte natürlich sich darüber amüsieren und sagen, es ist ineffizient, aber ich finde es eigentlich sehr, sehr schön, dass wir das einfach geschafft haben, unser Leben so auszudifferenzieren, dass eben wirklich alle Interessen irgendwie berücksichtigt werden und diskutiert werden. Das ist natürlich, das ist halt das, wie mühsam, das eben so ist. Ja, es ist mühsam. Eine Demokratie ist mühsam. Aber es führt eben doch dazu, finde ich, dass keiner unter den Tisch fällt, nicht mal die Feldmaus und auch nicht der Hamster. Auch nicht der Hamster, das hoffen wir zumindest. Hoffen wir jedenfalls. Denn, und das ist, finde ich, das Zweite. Man kann sich natürlich, ich meine, das ist immer so, ne? Wenn dann irgendeine Brücke nicht gebaut wird, weil irgendeine Quietschkröte da mal gesichtet wurde oder ein Flattermann irgendwo mal seine Eier gelegt hat und dann eine Fabrik nicht gebaut werden darf oder es müssen mühsam irgendwelche Sachen gesichtet werden. Ich sage nur Flora, Fauna, Habitat und die A20. Ne? Das war ja auch jahrzehntelang oben an der Ostseeküste ein Ding. Man kann sich darüber, finde ich, im Einzelnen lustig machen, wenn dann so ein kleines Tierchen irgendwie so einen Bau verhindert. Ich finde nur, und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet. Ich habe mal mit Stefan Rahmstorff gesprochen, dem Klimaforscher am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Könnt ihr euch anhören, das Interview.org. Den habe ich gefragt, dieses Stichwort Artenvielfalt, Biodiversität, das wird ja immer bei sowas angeführt. Ne? Wir müssen das schützen und die Biodiversität ist in Gefahr und die Artenvielfalt ist in Gefahr und so. Und da habe ich gesagt, was ist das so ein Schlagwort, ist ja kein Selbstzweck, wozu ist das gut? Und er hat gesagt, naja, je mehr Arten wir haben, je mehr Pflanzen wir haben, je vielfältiger unser Tierreich ist, desto widerstandsfähiger ist unser Planet, sind wir, sind unsere Ökosysteme gegen Probleme. Gegen Klimawandel, gegen Hitze, gegen Fluten, gegen Störenfriede, gegen Schädlinge, gegen alles Mögliche. Und wenn man das für ein wichtiges Ziel hält, dann fängt das halt beim fucking Feldhamster an. Und du kannst nicht einfach sagen, Feldmaus, Plage, Rams, Bums, Gift rein, wer hier noch alles verreckt, ist uns egal. Und wenn es den Feldhamster in Europa dann irgendwann nicht mehr gibt, ist uns das auch egal, weil der Feldhamster pass pro toto steht für alles Mögliche an Vielfalt. Genau. Insofern eine gute Nachricht zum Schluss, Philipp. Und in diesem Sinne würden wir denken, ist die Lage der Nation und auch die Lage der Hamster und der Feldmäuse abschließend erörtert. Also für diese Woche. Ne? Für diese Woche. Das müssen wir mal dazu sagen. Bund-Länder-Arbeitsgruppe Feldmausmanagement, die haben noch einiges. Da geht noch einiges. Aber jedenfalls für diese Woche ist die Lage der Nation abschließend erörtert. Wir danken euch für euer Interesse. Wir freuen uns, wenn ihr ein Lage-Abo abschließt. Damit seid ihr nämlich zugleich in der Verlosung drin. Das heißt, ihr habt die Chance, eine persönliche Lage live hier in Berlin zu gewinnen. Und natürlich unterstützt ihr ein unabhängiges journalistisches Format, wofür wir euch wahnsinnig dankbar sind. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende, guten Start in die Woche. Bis bald. Ciao. Bis dann. Tschüss.